herzlich willkommen zur inzwischen 71. Ausgabe des Podcasts Der Tele-Stammtisch. Einem Podcast mit einem deutlichen Fokus auf Comics und ihr wisst, ich habe mega Bock, auf Dinge zu sprechen zu kommen, die so mehr sind als nur klassische Reviews, wie wir sie zum Beispiel auch bei den Comic-Cookies machen. Heute soll es gehen um das Übersetzen von Comics, deswegen ganz groß SEO-affin, SEO-korrekt, Comics übersetzen genannt das Thema und habe mir deswegen echt ein paar Leute besorgt, mit denen ich, glaube ich, ganz gut über das Thema sprechen kann, denn sie haben sehr viel Expertise, haben schon eine Menge Dinge besprochen, beziehungsweise übersetzt viel eher. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit hier in der Runde sind. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen gewühlt in der Comic-ÜbersetzerInnen-Szene und ich kann euch sagen, da habe ich echt so ein Wespennest aufgestochen. Ich habe eine Menge Menschen gefunden, die richtig Lust hatten, über ihre Arbeit zu sprechen und musste deswegen heute tatsächlich eine kleine, aber feine Auswahl treffen und habe dabei versucht, ein bisschen diverser unterwegs zu sein. Das heißt, sowohl in den Sprachen, die die Personen übersetzen, als auch in dem, was sie vielleicht sonst noch so mitbringen und denke, dass mir das auch im besten Fall gelungen ist. Möchte deswegen heute hier mit der Begrüßung anfangen bei einer Dame, die aus der Hörerinnenschaft gewünscht worden ist. Sie vertritt die Sprache Italienisch und ich bin auch sehr gespannt, was sie heute zu ihrer Arbeit sagen kann. Hallo und herzlich willkommen, Monja Reichert. Ja, hallo. Das bin ich, genau. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Juhu! Die zweite Dame in der Runde, die wurde mir auch empfohlen. Ich glaube, es war vom lieben Pippo, der bis vor kurzem noch die Pressearbeit gemacht hat für Schreiber und Leser und jetzt den Absprung geschafft hat zum echten Geldverdienen in den öffentlichen Dienst. Und sie ist Vertreterin für die Sprachen Spanisch und Portugiesisch, ist unter anderem auch als Verlegerin ganz aktuell unterwegs beim Verlag Parallelallee, übersetzt für diverse Verlage, die sie sicherlich heute auch nochmal nennen wird und hat generell auch, glaube ich, persönlich so einen Südamerika-Schwerpunkt. Hallo und herzlich willkommen, Lea Hübner. Hallo, ja. Danke, dass ich eingeladen wurde. Freut mich, hier dabei zu sein. Dann habe ich vor nicht allzu langer Zeit mal wieder, und damit zum dritten oder vierten Mal, das passiert selten, einen Podcast gehört, nämlich von den Kollegen von Comic Review, nennen die sich. Ganz tolle Sache, müsst ihr mal reinhören. Und die hatten tatsächlich auch immer ein großes Übersetzer-Special. Dieses große Übersetzer-Special haben sie mit dem Mann gemacht, der seit geraumer Zeit für die Übersetzung von unter anderem Lucky Luke und Asterix verantwortlich ist. Und er vertritt heute hier die französische Sprache. Er ist so ein bisschen derjenige, der auch, soweit ich das verstanden habe, wohl ganz alleine so ein bisschen dafür zuständig ist, dass das Originalwerk ins Deutsche übersetzt wird. Hallo und herzlich willkommen, Klaus Jürgen. Ja, hallo, hier aus dem Herzen von Gallien. Ich übersetze übrigens auch aus dem Niederländischen. Perfekt. Das mache ich gerade in letzter Zeit ziemlich verstärkt. Super. Und zu guter Letzt jemanden, der hier die englische Sprache so ein bisschen mit vertritt und der vor allem da zwei Schwerpunkte hat, ist jetzt zum einen auch so, ich sag mal, von Verlagsseite aus diese Arbeiten mit betreut vor allem. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob er selbst so richtig viel, sag ich mal, dass die grobe Übersetzung macht oder vor allem mehr am Detail arbeitet. Vor allem aber ist er, soweit ich es verstanden habe, und das ist, denke ich, offensichtlich, auch jemand, der hier so ein bisschen diesen Franchise-Gedanken oder dieses große Universe-Ding mit besprechen kann, denn er ist mitverantwortlich für Superheldenübersetzungen, die ja wirklich auch miteinander vernetzt sind und wo man sich auch nicht so viele Freiheiten, schätze ich, erlauben kann. Hallo und herzlich willkommen, Steffen Volkmar. Servus, grüß dich. Ja, übersetzen im eigentlichen Sinne tue ich tatsächlich nicht, aber als Redakteur läuft natürlich alles, was die Übersetzer machen, bei mir über den Schreibtisch. Und das ist tatsächlich ganz interessant, glaube ich, das mal aus der Redakteurssicht zu sehen, was da reinkommt und vor allem, was auch am Ende wieder rausgeht. Was hinten bei rauskommt. Sehr gut. Da freue ich mich drauf und ich denke, dass es wirklich eine tolle Runde geworden ist. Ich möchte also jetzt auch, wie ich schon angekündigt hatte, hier nochmal die Runde von vorn noch einmal durchgehen und vielleicht auch so ein paar Ergänzungen. Liebe Monja, du warst ein Wunsch aus der Hörendenschaft. Der liebe Legär-Legender, an der Stelle mal lieber Grüße, der hatte dich namentlich erwähnt. Er hat darum gebeten, ob ich mich nicht irgendwie auch um dich kümmern könnte. Erzähl doch mal im Comic-Bereich, was hast du denn da eigentlich schon so übersetzt? Oh, also das ist eine lange Liste zum Glück, weil ich muss dazu sagen, ich habe ja vor 22 Jahren damit angefangen, auch recht spontan. Also ich übersetze übrigens auch nicht nur aus dem Italienischen, das war der Anfang, weil ich zwei Muttersprachen habe, auch Italienisch. Aber in den letzten Jahren übersetze ich eigentlich vermehrt Französisch aus dem Französischen und Englischen, weil es da anfangs mehr Möglichkeiten gab, sagen wir es so. Die Italiener
war nicht so gefragt in Deutschland wahrscheinlich. Und dadurch, dass ich aus drei Sprachen übersetze, hatte ich dann doch das Glück, dass einiges zusammenkam, auch aus verschiedenen Genres und auch durch verschiedene Verlage. Was zunächst einer war, wurden dann zum Glück mehr. Und jetzt habe ich eigentlich nach wie vor mehrere Verlage, für die ich arbeite. Allerdings auch zwei, drei Hauptverlage, für die ich regelmäßig jeden Monat meine regulären Serien, sagen wir es mal so, mache. Genau, also in der Übersetzung und auch im Proofreading habe ich dann auch noch dazu genommen. Und da mache ich jetzt eben beides. Das ist, ja. Ist das üblich so in der übersetzenden Szene, dass man wirklich verschiedenste Sachen macht? Also eben gerade dieses, du hast es Proofreading genannt, an anderer Stelle wird es Lektorat genannt, vielleicht auch redaktionelle Arbeit. Ist das üblich für Übersetzende, dass sie das machen? Ich kenne viele, die das machen. Ich kenne viele, die dann eben auch die redaktionellen Texte schreiben, jetzt gerade bei Panini eben. In vielen anderen Verlagen gibt es dann aber diesen redaktionellen Part auch gar nicht unbedingt. Also ich denke mal, dass man, ich denke schon, dass es viele gibt, die jetzt nicht nur übersetzen, auch deshalb, weil das wahrscheinlich nicht ausreicht, sagen wir es mal so. Und deshalb versucht man sich dann auch auf anderen Ebenen vielleicht ein bisschen auszuweiten. Ich habe es eben mit dem Proofreading versucht. Das wurde mir angeboten, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und auch ein bisschen Lettern, das finde ich auch immer total spannend. Aber der Hauptvermerk ist natürlich jetzt auch beim Übersetzen. Also ziemlich persönlich. Wie ist dein Bezug jetzt zu Italien und zur italienischen Sprache, die du ja heute auch mit einbringen wirst? Ich weiß nicht, ob ich dein Facebook-Profil richtig gelesen habe oder ob ich das irgendwo anders gelesen hatte, dass du selbst irgendwie auch da verwurzelt bist oder irgendwie auch familiäre Verknüpfung hast. Kann das sein? Ja. Also ich bin da in Italien geboren. Bin dann aber also in Deutschland aufgewachsen und habe auch alles in Deutschland gemacht, also Schule und Studium und alles. Aber eben dadurch, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, war das immer meine normale Sprache neben Deutsch eben. Und ich habe auch die halbe Verwandtschaft eben in Italien und bin vor 22 Jahren dann auch hergezogen, also wieder zurück nach Italien gezogen. Sozusagen jetzt, seitdem bin ich hier. Hab selber eine Familie gegründet und wohne also hier und habe natürlich noch jetzt die andere Familie auch in Deutschland und alles, aber und wie gesagt, auch wichtig war für mich, dass ich weiterhin für Deutschland arbeiten kann. Also ich möchte für deutsche Verlage arbeiten und genau das mache ich auch. Das ist ja dank Internet, dank Computer und alles gut möglich. Absolut machbar. Ja, super. Also auf jeden Fall jemand, der mittendrin in der Sprache ist, weil sie alltäglich einfach ist. Super. Die zweite Dame in der Runde, mit der habe ich sogar schon ein Telefonat geführt, da hat sie mir erzählt, dass sie das mit Südamerika irgendwie alles ganz interessant findet. Und zwar findet sie die Comic-Szene dort dermaßen interessant, dass sie sogar beim Verlag Parallelallee, der aktuell irgendwie jetzt vor kurzem gegründet wurde, da kann sie gerne noch was zu erzählen, viele, auch wenn sogar ausschließlich Comics aus dieser Region der Welt hier in Deutschland präsentieren möchte. Und deswegen direkt mal die Frage an dich, Lea. Wie sieht es eigentlich aus? Spanische Comics, Parallelallee, wie gehört das zusammen? Spanischsprachige. Ja, genau. Also bei mir war das so, ich bin erst eigentlich in Brasilien gewesen, nach dem Abi, und habe Portugiesisch so als meine wichtige, auch in der biografischen Phase natürlich, es war eine ganz wichtige Zeit und die Sprache habe ich total so in mir aufgesogen, hatte schon vorher Kenntnisse und hatte danach dann Interesse eben weiterzumachen und bin dann in Berlin an der FU gewesen, an der Freien Universität, am Lateinamerika-Institut, um eben mit der Weltregion weiter irgendwie verbunden zu bleiben und dazu viel zu lernen, und habe mich dann auch bald aufs Spanische gestürzt, und das war aber immer so ein bisschen meine zweite Sprache und ich habe die auch ganz elendiglich irgendwie vermischt, muss ich zugeben. Das ist ziemlich typisch Portuñol, ne, hat man schon mal gehört, dass das durch die Ähnlichkeit da einfach immer wieder so Interferenzen gibt, und deswegen bin ich dann mit Erasmus nach Spanien gegangen, obwohl mich Spanien ehrlich gesagt auch gar nicht so doll interessiert hat. Aber es war halt näher und Erasmus war möglich. Und dort habe ich, wie das Leben so spielt, meinen Mann kennengelernt und bin dann dadurch, dass er nach Berlin kam und wir eben seit über 20 Jahren jetzt hier Familie haben und so weiter, mit dem Spanischen stärker verbandelt gewesen und habe das aber dann alles wieder irgendwann so weit rumgekriegt durch eine ganz späte, familienbedingt und arbeitsbedingt sehr späte Magisterarbeit, die ich dann doch wieder zu
zu brasilianischer Literatur und ihrer Übersetzung machen konnte. Dadurch habe ich dann beide Sprachen so miteinander vereint, habe mich da nochmal mein Profil geschärft, Kurse belegt und auf meinem Niveau jetzt so, dass ich beides abwechselnd sprechen kann, ohne durcheinander zu kommen und eben auch schreiben und damit arbeiten und bin da flüssig und kann das auch zum Dolmetschen benutzen. Ich hatte zwischendrin halt schon die spanische staatliche Prüfung für Spanisch gemacht und hatte da dann eher so Dokumente und Urkunden. Das war ein bisschen für Broterwerb ganz prima. Ist ein Standbein, was ich auch immer noch habe. Also so viel zum Multi, was möglich, also nötig ist und möglich mit der Sprache, wenn man eben nicht nur von Verlagen ausreichend Aufträge hat. Und da kann ich dann gleich überleiten, von wegen Verlage. Also ich habe tatsächlich zu Beginn mit Avant, Edition Moderne, und bei Höhebooks aus Wien, die sich damals auch relativ neu aufgestellt hatten, auch im Bereich Comic und sehr gewachsen sind, also für die arbeite ich auch regelmäßig immer weiter. Für die drei Verlage hatte ich zunächst gearbeitet und das war auch super spannend, weil sie eben auch aus verschiedenen Ländern sind vom deutschsprachigen Raum. Und zum Beispiel für Edition Moderne war das ein spanisches Werk. Und dann habe ich halt mit dem Autor auch mal eine Veranstaltung hier angeleiert, weil das der Züricher Verleger halt auch nicht so gut im Blick hatte, was man hier in Berlin so machen kann. Ich sitze hier an der Zentrale und so kam das. Also eigentlich mache ich um dieses Comic-Übersetzen drumrum auch noch so Connection mit dem Instituto Cervantes beispielsweise oder wo man Veranstaltungen machen kann. Oder ich schreibe auch manchmal hier für den Tagesspiegel einen Artikel oder eine Rezension oder auch Fachbeiträge zum Übersetzen aus genau meinen Sprachen. Und ich habe halt so dieses Südamerika-Ding seit dem Studium weiter so auch nerdmäßig, habe dann auch zum Beispiel einen Artikel, der hatte nichts mit Übersetzen zu tun, sondern einfach mit der Situation jetzt zur Zensur und von Comics und Cartoons, jetzt unter Bolsonaro in Brasilien, geschrieben. Der ist letztes Jahr erschienen. Oder ich habe übersetzt ein Strapazin, das ist ja diese schöne Zeitschrift aus der Schweiz. Die hatten Argentinien als Schwerpunkt. Und ich habe auch den Argentinien-Gastland-Auftritt im Rahmen der Comic-Invasion, unser Berliner Comic-Festival, was jährlich stattfindet, kuratiert und solche Dinge. Und im Moment bin ich noch involviert in die Organisation einer großen Konferenz, die nennt sich Comic-Expansion und soll im Mai in Berlin stattfinden und mal verschiedenste Akteurinnen und Akteure der Comic-Szene zusammenbringen, um zu gucken, was ist los und was könnte noch gehen. Also so die ganze Zeit drumrum. Und was den Parallelverlag angeht, es gab natürlich bei den verschiedenen Verlagen, für die ich dann gearbeitet habe, nicht so einen riesen Durchsatz. Oder ich hatte zum Beispiel auch mal einen ganz süßen spanischen Manga, der ist dann aber, da ging das vom Verleger her nicht so gut mit der Finanzierung und der ist dann leider nicht veröffentlicht worden. Aber ich bin also auch total genreoffen, so wie Monja auch. Oder neulich bei Zwerchfell, bisschen ein Abstecher in Sex and Crime, nee, sagen wir mal Horror, ja, ich weiß nicht. Ich habe da auch keine Begriffe für, mich interessiert es textlich und ich bin, wie gesagt, genreoffen. Und bei Parallelallee ist es jetzt so, dass ich die Herzensprojekte aus Lateinamerika vorwiegend auch selbst redaktionell betreuen und dann übersetzen und machen kann und die Autoren und Autorinnen einladen, die halt für die anderen Verlage nicht die Tür aufgemacht haben. Weil ich dachte, das ist einfach zu schade. Und da kann man kontinuierlich dranbleiben, weil das sind wirklich Welten. Auch überhaupt der Sprachraum Portugal und Spanien eingeschlossen. Da geht noch einiges und da kann ich mich jetzt in der Parallelallee sozusagen mit austoben. Das machst du auch zusammen mit einer zweiten Verlegerin, richtig? Genau, die Tina Brenneisen hatte den Verlag gegründet. Also der ist jetzt nicht so neu. Das war 2013, glaube ich. Auch sie ist Comic-Künstlerin. Sie kommt aus der eher so aus dem Cartoon-artigen, auch von der Ästhetik her. Sie hatte dann den Bertolt-Leibinger-Preis 2017 für Das Licht, das Schatten lehrt. Daran hat sie lange gearbeitet und in der Zeit ihren eigenen Verlag dann länger ruhen gelassen. In dem eigenen Verlag hat sie so ein bisschen, das war auch diese Idee, unabhängig zu sein und Self-Publishing zu machen, aber richtig mit Verlagsmarke auch oder eben auch Projekte mit anderen zusammen zu machen. Und nach der Phase mit ihrem großen preisgekrönten Graphic Novel Das Licht, das Schatten lehrt, was bei Edition Moderne erschien, war jetzt sozusagen der Moment gekommen, wo Tina das relaunchen wollte und Lust hatte auf intensiver Weitermachen. Und da bin ich dann ins Spiel gekommen, da haben wir uns auf dem Comic-Stammtisch verständigt und dann anderthalb Jahre geguckt, was für Projekte
wir machen könnten. Und dann ist jetzt einfach richtig die Koop, dass ich da eine Mitherausgeberin bin, entstanden. Ja, super. Vielen Dank. Also auch da jemand, der wirklich mittendrin steckt und, denke ich, auch gerade bei diesen genrespezifischen bzw. sprachspezifischen Besonderheiten heute hier einen guten Beitrag leisten kann. Lieber Klaus, du bist jemand, der auch nicht in Deutschland wohnt, soweit ich das weiß. Und du bist ja unter anderem auch bekannt für deine großen Übersetzungen der großen Reihen, die hier in Deutschland laufen, wenn es nicht sogar die wahrscheinlich meistverkauften Comics in Deutschland sind. Ist das der Welt? Der Welt, ja. Aber deine Übersetzung schätzungsweise jetzt eher so hier in diesem Sprachraum. Ist das nicht ein riesengroßer Druck, gerade auch, weil du die Reihen geerbt hast? Ja, also wenn ich auch die höre, was die anderen für eine Ausbildung haben, bin ich immer sehr zurückhaltend und so, weil ich eigentlich keine habe. Also reiner Autodidakt. Ja, ich bin damals ziemlich unbedarft in die Comic-Szene reingerutscht. Das klingt ja das gut. War nämlich eigentlich, das ist eine lange Geschichte. Also ich habe eigentlich Geschichte studiert und mit Sprachen hatte ich überhaupt nichts am Hut. Und dann habe ich dann diese nette Französin kennengelernt und die wohnte da in Clermont-Ferrand, übrigens am Fuße von Gergovia. Und dann dachte ich mir, da zieht es mich dann hin. Damals gab es ein Stipendium. Ich hatte in Köln eben studiert und Köln war Partneruni von Clermont-Ferrand. Deswegen bin ich dann zum DAAD hin und habe gefragt, ich habe gehört, man kann so ein Jahr Stipendium bekommen dann und so. Und die meinten dann, nee, wenn Sie nicht Französisch studieren, dann haben Sie keine Chance und so. Aber der Mann meinte dann, aber wenn Sie vom Niederrhein können, können Sie doch Niederländisch. Ich sagte, eigentlich nicht. Ja, aber wir haben auch eine Partneruni in Löwen, in Belgien. Dafür muss man wohl Niederländisch können. Ich sage, ich kann das aber nicht. Ja, meinte, das lernt man doch schnell. Also ich dachte mir, Belgien ist näher dran an Frankreich als Deutschland. Also habe das dann genommen und dafür Niederländisch gelernt und nebenbei dann mir selber Französisch beigebracht. Und meine Frau fing dann schon an zu arbeiten, aber die erste Job war mitten im Zentralmassiv. Deswegen dachte ich mir, was kann man da unten in den Bergen machen, außer Holzfällen oder Biopullover stricken? Da dachte ich mir auch, übersetzen, jetzt kannst du Holländisch und Französisch. Ich hatte mir Französisch zum großen Teil selber durch Comics beigebracht, weil ich... Das war ist eigentlich ein gutes Medium, um Sprachen zu lernen, finde ich. Und dachte mir dann, bevor du jetzt große Verlage ansprichst und so, geh erstmal an irgendwelche kleinen Verlage und mach erstmal ein Kinderbuch oder Comic oder irgendwie sowas. Dachte ich mir, das wird halt wahrscheinlich einfacher sein, aber stellte sich dann als Fehlurteil raus, weil Comic übersetzen eher das Schwierigere ist als. Ja, damit habe ich mich manchmal bei Kollegen gefetzt, weil die meinten, wenn ich meinte, also ich finde eigentlich hohe Literatur zu übersetzen einfacher als Comics. Naja, jedenfalls bin ich dann so dabei gelandet. Ja. Das ist jetzt 35 Jahre her, also immer noch dabei. Wer da auf jeden Fall wissen will, was für Schwierigkeiten es gibt im Comics übersetzen, den möchte ich, wie gesagt, nicht nur das ganz tolle Interview bei den Kollegen von Comic Review empfehlen. Es gibt auch noch was, wo wir eher so ein bisschen das Handwerkliche besprechen, in dem Fall mit der Caroline Hidalgo, die für diverse Batman-Titel und generell, ich glaube, waren vor allem DC-Titel bei Panini einiges übersetzt hatte früher. Auch da findet ihr bei uns im Feed ein ganz interessantes, spannendes Gespräch. Und ja, Klaus, jetzt hast du da ja diese beiden großen Marken, diese beiden großen Reihen, die du da quasi allein verantwortlich auch betreust, die hast du ja geerbt, ne? Ist das nicht irgendwie, also ist das eine Drucksituation gewesen zu Beginn? Natürlich ist das ein Druck, aber man darf da nicht so dran denken, also was an den Stress oder so. Man muss sich einfach reinknien und weitermachen und möglichst immer natürlich sorgfältig arbeiten und so. Ich finde das gerade beim Übersetzen eben das Spannende, dass man von einem Stil ins andere wechseln kann. Deswegen fand ich auch Comic-Übersetzen gerade so gut, weil ich habe auch
Literatur übersetzt oder Fachbücher. Ich habe Geschichte studiert, also auch vor allem über Geschichte. Ich finde, bei Buchübersetzungen, da sitzt man oft 4 Monate, 6 Monate an einem Text. Mhm. Aber bei Comics, ein normaler Comic ist in einer Woche ungefähr übersetzt. Da kann man immer schön hin und her wechseln. Da hat man mal einen Western, dann eine Fliegergeschichte, dann ein Funny Strip. Und also das wechselt dann permanent und man muss sich ständig in eine neue Sprache einfühlen und so weiter. Perfekt. Das sind nämlich genau die Dinge, auf die wir dann später im Gespräch dazu sprechen kommen wollen. Bitte behalt all diese Beispiele im Kopf und werf sie später ein. Danke dir. Der vierte Herr in der Runde, den lieben Steffen, brauche ich eigentlich nicht mehr großartig vorstellen. Wer schon mal irgendeinem Comic-YouTuber gefolgt ist oder irgendeinen Comic-Podcast in Deutsch sprechen hört, der kennt den Steffen. Und bei euch finde ich es halt so faszinierend, insbesondere jetzt bei dir, dass du ja zum einen auch schon wirklich ewig auch in dem Bereich aus redaktioneller Sicht auch dabei bist, ja schon noch vor Panini hast du meines Wissens auch für Dino ja, glaube ich, schon gearbeitet gehabt, da kannst du gerne noch ein bisschen ergänzen und vor allem finde ich es halt so ganz spannend, auch diese Einordnung oder diese Besonderheit in deinem Fall, so diesen, ich sag mal, Franchise-Perspektive zu haben, ne? Also dieses Superhelden-Universe, dieses da zu vertreten hier auch in der Runde, für was genau bist du da redaktionell bei Panini eigentlich tätig in diesem Bereich? Also tatsächlich aktuell mache ich an den Superhelden quasi nichts mehr. Das war mein Einstieg in die Szene in den Mitte der 90er Jahre beim Dino Verlag. Da habe ich sehr, sehr, sehr viel Superhelden gemacht. Da habe ich betreut neben den Batman Adventures, teilweise Superman. Ich habe Lobo damals gemacht, die gesamte Serie und alles, was eben in der Anfangszeit von Dino da war, das lief über meinen Tisch. Ich habe auch später immer mal wieder an den Superhelden mitgearbeitet, bin aber dann eigentlich mehr und mehr auf die Schiene der Graphic Novels und andere Sachen gerutscht und aktuell, was ich die letzten Jahre viel gemacht habe, war Buffy, war Doctor Who, wie gesagt, alles Mögliche an Graphic Novels und One-Shots, also im Prinzip auch die Sachen, denen man gerne etwas mehr Anspruch unterstellt, wobei das den Superhelden natürlich eher ungerecht wird. Aber ich bin auch nach wie vor in die Superhelden involviert, auch wenn ich keine Serie aktuell betreue. Vielleicht nochmal zu den Sachen außerhalb von meinem Job bei Panini oder auch wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe Rhetorik studiert in Tübingen und habe eigentlich war schon immer ein Comic-Freak und habe bei allem, was ich gemacht habe, immer versucht, die Comics mit einzubauen und bin dann quasi von der Uni von Dino damals wegengagiert worden, weil die einen Redakteur gebraucht haben. Und bin das einfach dann bis heute auch geblieben. Mache nebenher aber auch noch ganz viele andere Sachen. Also ich arbeite journalistisch, ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal mit Comics und Bier, wo wir Comics und Biere besprechen. Und zusammen mit der Comic- und Science-Fiction-Forscherin Dr. Rebecca Haar machen wir mittlerweile auch verschiedene Fachvorträge, die wir dann auf irgendwelchen Messen oder sonstigen Veranstaltungen vorstellen, die wirklich ganz weit hinaus auch über das gehen, was wir bei Panini oder was ich bei Panini mache. Und als Redakteur bei Panini bin ich, wie du schon gesagt hast, schon sehr lange dabei, also schon vor der Panini-Zeit. Und da laufen natürlich die Fäden zusammen. Der Redakteur, der ist dafür zuständig, dass der oder die Übersetzer ausgesucht werden. Der ist dafür zuständig, dass hinterher die Comics immer demselben Ton entsprechen, weil man versucht natürlich immer bei den ÜbersetzerInnen, wenn man in einer Serie ist, bei dem oder derselben zu bleiben, aber das gelingt eben nicht mehr immer. Trotzdem sollen die Comics ja immer gleich klingen. Der Redakteur ist dafür zuständig, wenn bei den ÜbersetzerInnen die sogenannte Textblindheit einsetzt, dass man eben in den Text guckt, dass keine groben Fehler drin sind, dass keine Figuren aus dem Ton rausfallen, den sie eigentlich haben sollten, dass möglicherweise Inhalte umgeschrieben werden, weil sie halt im Deutschen nicht funktionieren. Das ist nicht die Aufgabe des Übersetzers, sondern der oder die soll ja übersetzen. Das liegt dann alles hinter beim Redakteur.
Und da ist es dann auch ganz wichtig, das richtige Maß zu finden. Also man darf sich nicht für den besseren Übersetzer oder die bessere Übersetzerin halten, sondern man muss das Maß finden, wann greife ich in den Text ein und wann nicht. Das gelingt dem einen oder anderen Redakteur oder Redakteurin besser als dem anderen. Trotzdem versuche ich auch bei uns die Leute immer anzuleiten, dass sie ihr eigenes Ego da ein bisschen unter den Scheffel stellen und nicht zu sehr glauben, der bessere Übersetzer oder die bessere Übersetzerin zu sein. Gleichzeitig aber trotzdem die Verantwortung für den Text haben. Und was bei Comics eben ganz interessant ist, Dinge, die sich auf dem weißen Blatt Papier ganz gut anhören, das heißt nicht, dass sich das hinter dem Lettering auch noch gut anhört. Und da geht dann natürlich der Redakteur, die Redakteurin auch nochmal drüber und stellt dann fest, okay, das hat sich vorher ganz gut gelesen, aber in der Sprechblase funktioniert das einfach nicht mehr. Und das sind die Aufgaben, die dann tatsächlich der Redakteur an der Übersetzung oder die Redakteurin an der Übersetzung macht. Du koordinierst dann also auch ein bisschen so die Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen, wenn man so will, im Produktionsprozess. Und bist du dann zum Beispiel auch aktiv bei der Auswahl der Übersetzer beteiligt? Also bei uns ist es so, dass die RedakteurInnen tatsächlich bestimmen, welcher Übersetzer das macht. Es ist, oder welche Übersetzerin das macht. Es ist ganz wichtig bei uns, dass die Leute ein bisschen Bezug zu dem Comic haben, wenn sich das denn irgendwie realisieren lässt. Manchmal werden auch Pitches ausgeschrieben, aber tatsächlich obliegt das hinterher der Verantwortung der RedakteurInnen, ob welcher Übersetzer, welche Übersetzerin das macht, ja. Okay, alles klar. Und das ist ja auch gut, dass du sagst, dass du bei euch die Graphic Novels, One-Shots und so weiter auch betreust, also hier nicht nur diesen, ich sag mal, Action-Schwerpunkt mitbringst auch heute dafür. Bin ich auch sehr gespannt, in welche Richtung wir heute gehen wollen. Ich möchte tatsächlich aber beginnen mit den Sprachen. Ich habe, und das ist jetzt hier der vorletzte Job von einem anderen Podcast, vor kurzem einen Podcast gehört bei den Kollegen von der Comic Invasion. Die hatten eine junge Dame zu Gast, die Manga übersetzt, nämlich aus dem Japanischen. Und das fand ich ganz spannend, weil die auch so ein bisschen aus ihrem, ja, Sprachübersetzungsalltag erzählt hat, und ich wusste zum Beispiel nicht wirklich, dass es im Japanischen verschiedene Höflichkeitsstufen gibt. Ich wusste, dass sie sehr höflich sind, aber da gibt es nicht nur wie im Deutschen das Du und das Sie zur Abstufung von ja eben Höflichkeitsgraden, sondern diverse weitere über Sensei, Meister, hast du nicht gesehen, bis hin zum ganz umgangssprachlichen Du, bis vielleicht hin sogar zu eher abwertenden Ansprachen. Das fand ich ganz interessant im Japanischen. Oder es gibt zum Beispiel ein Wort, das habe ich mir hier notiert als Ski. Keine Ahnung. Und Ski ist irgendeine Form von Ich liebe dich, aber in verschiedenen Variationen. Das kann das ganz intime Ich liebe dich sein. Das kann aber auch einfach nur eine Zuneigungsbekundung sein. Fand ich auch ganz faszinierend, weil auch das kennen wir aus dem Deutschen so in der Form nicht. Liebe Monja, ich würde gerne mal bei dir kurz anfangen. Italienisch, gibt es da auch so verschiedene Höflichkeitsformen? Ja, also die gibt's insofern, dass es allerdings früher benutzt wurde. Also es gibt natürlich das Du, das Sie und dann gibt's noch das Ihr, also die Pluralform, die heute allerdings nur noch im Süden eigentlich verwendet wird und früher verwendet wurde. Also so in der Nachkriegszeit, glaube ich, hat es dann langsam aufgehört. Es gibt immer noch Leute, die jetzt ihre Schwiegereltern zum Beispiel mit im Plural ansprechen, also eine einzige Person. Aber also es ist nicht wirklich groß verbreitet. Im Comic ist es ja selten vorgekommen. Ehrlich gesagt, nee, eigentlich ist es, ich glaube gar nicht vom Italienischen her ist es eigentlich noch nie, nee, es ist mir noch nie untergekommen. Also es ist nur das Du und das Sie eigentlich, ja. Gibt's denn so auf die Schnelle? Das ist völlig unvorbereitet. Aber wie sieht's denn generell mit so sprachenspezifischen Sachen aus dem Italienischen aus? Gibt es da Wendungen oder vielleicht sogar grammatikalische Sachen, Sachen im Umgang, soziokulturelle Sachen oder irgendwas anderes, was dir einfällt, was eher eine Schwierigkeit darstellt, ins Deutsche zu übersetzen, weil es das da in der Form nicht gibt? Also was jetzt spezielles Italienische betrifft, kann ich eigentlich, fällt mir jetzt nur die Tatsache ein, dass Italienisch eine sehr kurze Sprache ist sozusagen. Also die Sprechblasen sind klein und es wird zum Beispiel auch kein Personalpronomen verwendet. Also man sagt einfach nur bin und nicht ich bin. Da fallen schon mal drei Stellen weg. Also es ist schon so, dass es oft, dass meine anfänglichen Schwierigkeiten darin lagen, dass ich die Sätze verstümmeln musste, einfach kürzen musste, wobei ich immer lieber ausschweifender schreibe,
Aber um das in die Sprechblase zu bekommen, muss man einfach hier und da Worte opfern. Und das war eigentlich so mein größtes Problem anfangs. Und ansonsten sind es natürlich immer die Redewendungen oder auch Witze, die Probleme bereiten, vor allem wenn man sich dann, wie ich, entscheidet, einen Dylan Dog zu übersetzen, der einen Groucho als Assistent hatte und der natürlich mit Wortspielen und Witzen und dummen Sprüchen nur so um sich geworfen hat. Das war dann manchmal schon nicht einfach, sagen wir es mal so, das ins Deutsche rüberzubringen. Sind das dann so Witze gewesen, die halt einen relativ lokalen Bezug haben, die halt wirklich eigentlich nur in dem italienischen Sprach oder meinetwegen auch sozialen Bezug funktionieren? Oder sind es einfach so Jokes für den Moment, die eigentlich unabhängig von der Region funktionieren? Ja, also eigentlich eher unabhängig, wie in den anderen Sprachen auch, wie aus dem Französischen, wie aus dem Englischen. Also so war es auch eher allgemein. Manchmal war es aber eben bildbezogen. Das war dann zum Beispiel. Oder eben, wie gesagt, so Redensarten, in denen man auf Deutsch jetzt nur ein Beispiel sagte, ich habe das Handtuch geworfen. Mit Italienischen wirft man den Schwamm. Mhm. Und wenn dann noch dazu ein Bild dabei ist, also da kann es dann schon mal problematisch werden. Und auch bei den Wortspielen. Aber das ist ja eigentlich das Spannende. Also das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist eben diese Herausforderung, die immer neu ist und die einfach wirklich sowohl jetzt im Witz als auch im Wortspiel, als auch in den Redensarten und allem einfach spannend ist und wirklich Spaß macht, ja. Okay, also mit so großem Lokalbezug war da nicht viel drin. In diesem Interview, das ich hier ständig zitiere, was der Klaus gegeben hat, da war in Bezug zu, ich glaube, Schwarzhäuten irgendwelche Indianer, die übersetzt werden mussten, und da muss es irgendeine Form von Schwarzfüße, genau, da muss es irgendeine Anpassung geben, weil das halt im Französischen absolut jeder kennt und so und halt hier vielleicht nicht so. Das war also da bei dir nicht so. Vielleicht auch ein Vorurteil, dem ich vielleicht gerade erliege, Monia, aber man sagt den Italienern ja gern mal nach, dass sie nicht nur, also dass sie viel mit Mimik und Gestik aussprechen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, ohne es zu wissen, dass wenn ich jetzt so einen rein italienischen Comic vor mir habe, da einen gewissen Rahmen, obwohl das natürlich nur Standbilder sind, das auch in den Artworks mit einfließt. Ist das so? Wenn ja, ist es eine Hilfe oder vielleicht eine Schwierigkeit sogar beim Übersetzen oder ist das totaler Quatsch? Also ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt in Comics noch nie gesehen. Nee. Mhm. Das ist, fällt einem auch nicht auf, wenn es nicht da ist. Also es fällt einem auf, wenn man mit jemandem spricht, dann natürlich, dann wird wild rumgefuchtelt. Aber ansonsten in Comics, nee, gibt es wie in Romanen auch, wenn man die liest, dann ist ja auch, sind auch keine Gesten dabei und es kommt alles ganz normal rüber. Und ne, das muss ich ehrlich sagen, das ist, ist bei mir also nie passiert, dass ich da irgendwas hatte, was dann im Deutschen Schwierigkeiten haben könnte, weil es der Deutsche so nicht kennt. Fällt mir jetzt nichts ein. Nee, sind im Italienischen irgendwelche, ich möchte schon Genre sagen, oder ne, doch Genre, besonders erfolgreich? Ich behaupte jetzt einfach mal ganz stumpf, dass aus Deutschland stammende Comics ganz oft erfolgreich sind, wenn sie Biografien sind und in Schwarz-Weiß als klassische Graphic Novel daherkommen. Gibt es sowas im Italienischen auch? Also ob die in Italien besonders gefragt sind? Dass oder da beispielsweise Romantik super gut funktioniert, romantische Sachen, oder dass das alles absolut Weltraumabenteurer sind und deswegen, dass da viel geht und dass du viel sowas vorgelegt zur Übersetzung kriegst oder angeboten bekommst? Also ich muss dazu sagen, wie ich vorher schon auch gesagt hatte, dass ich jetzt Italienisch, ich habe damit angefangen und ich habe dann ein paar Serien übersetzt, die allerdings, ich überlege selber gerade, weil es ist echt lange her, dass ich auch die letzte italienische Serie übersetzt habe. Mhm. Es waren immer Serien, die hier total ganz, ganz großen Erfolg haben. Also in Italien, die nach 30 Jahren immer noch teilweise millionenfach anscheinend verkauft werden. Das sind dann Serien, aber die haben kein besonderes Genre. Also das kann Text sein, der Western, das kann Dylan Dog sein aus der ein bisschen Mystery-Ecke. Das ist also kommt immer ganz drauf an. Ich muss ehrlich zugeben, dass was hier gerade sehr großen Erfolg hat, das ist
Oh Gott, ich kenne den Titel, aber ich habe ihn selber nicht gelesen. Ich komme einfach neben der Übersetzung gar nicht dazu, selber Comics zu lesen. Und auch wenn ich jetzt hier seit über 20 Jahren in Italien lebe und auch, wie gesagt, viel von diesem Bonelli Verlag gelesen habe, vor allem bevor ich das alles übersetzt habe, ich komme jetzt einfach gar nicht mehr zum Lesen. Also ich lese nur noch die Sachen, die ich auch übersetze, weil mir einfach die Zeit dazu fehlt, sage ich ganz ehrlich. Deshalb weiß ich gar nicht wirklich, was hier jetzt so Erfolg hat. Verstehe. Ja, leider kann ich da nicht viel zu sagen. Eher für Deutschland also eben gesagt, weil ich für die... Historisch ist schon so, dass Italien tatsächlich ein bisschen so ein Faible hat für diese Crime Mystery und Sex and Crime Sachen. Also du hast ja gerade Dylan Dog gesagt, was in die Richtung Diabolik ist auch so eine Sache. Und da hat sich sehr früh in Italien tatsächlich so ein Genre entwickelt, das sehr erfolgreich war. Mittlerweile ist es in Italien aber auch so, dass natürlich die anderen Sachen Fuß gefasst haben und auch zum Beispiel die Superhelden in Italien sehr, sehr, sehr angesagt sind. Aber aus Italien raus sind es vor allem diese Crime Noir und Sex and Crime Sachen und Mystery Crime Sachen, also alles, was so ein bisschen die härtere Gangart hat und was früher auch tatsächlich in Schwarz-Weiß rausgekommen ist, das war historisch gesehen die Base für alles, was im italienischen Comic gelaufen ist. Mhm. Stimmt, ja, nee, das ist richtig, ja. Gab es auch irgendwelche Parallelen zu diesen Italo-Western? Gab es das auch irgendwie in Comicform? Weißt du das, Steffen? Also von den Italo-Western in Comic weiß ich jetzt tatsächlich nicht so viel, ob es da viele Umsetzungen gab. Wobei es gab früher in Italien auch solche, so wie es bei uns Zack und Ähnliches gab, gab es da auch solche kleinen Heftchen, wo Fortsetzungen drin waren. Und da gab es, glaube ich, auch ziemlich viele Western-Sachen drin. Aber tatsächlich bin ich jetzt auch nicht der Firmste auf der italienischen Comic-Szene. Das muss ich auch wiederum zugeben. Aber ich habe mich mal damit beschäftigt, was eben früher relativ groß war und was bis heute immer noch als Serie läuft. Und das sind gerade so Sachen wie Diabolik, wie Dylan Dog und so weiter. Und das sind wirklich die ganz großen Sachen. Und da hat sich so ein Genre drumherum gebildet gehabt. Lea, wie es im Spanischen und insbesondere jetzt auch in deinem Fall Südamerikanischen aussieht, weißt du ja, glaube ich, ganz gut. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was für Besonderheiten in der Sprache, vor allem die dir als Übersetzerin dann auffallen, wenn es darum geht, das Ganze ins Deutsche zu transferieren, fallen dir im Spanischen und im Portugiesischen auf? Ja, so ein bisschen schon auch was Monja gesagt hat, das Personalpronomen ist oft gar nicht nötig. Das ist beim Comic ist das eigentlich ganz interessant. Da habe ich dann zumindest, weil ich die Figuren ja sehe, nicht das Problem wie sonst bei der Literatur, dass ich dann vielleicht gar nicht weiß, ist die Person, die spricht, jetzt ein Mann oder eine Frau. Das kann dann wiederum, also da hilft es, dass die Bilder auch da sind. Ne? Aber klar, ich habe immer ein Platzproblem. Also generell ist eben Deutsch etliches länger. Das heißt, ich muss einkürzen, wie Monja schon erwähnte, man muss dann Entscheidungen treffen, was ist jetzt wichtiger, was opfere ich oder wie kann man zwei Aussagen vereinigen, worauf kommt es jetzt an, was ist die Geste gerade, wohin geht es, was treibt hier den Dialog voran oder wird gebremst und dann muss ich eine Lösung finden, die dieser Funktion dient und nicht, die kann halt nicht wörtlich sein, ich muss manchmal wirklich frei werden, weil die Textfelder kann ich nicht größer machen, ne? Was sehr unterschiedlich funktioniert im Spanischen, auch Portugiesischen und im Vergleich zum Deutschen, sind solche Dinge wie ein bisschen erhobener Zeigefinger oder Imperative. Da sind wir hier wesentlich empfindlicher und dort ist es eher wie so eine Art, sage ich jetzt mal, wenn wir uns vorstellen, eine ältere Person, aber das nehmen auch Jüngere an, so ein bisschen so ein Gestus von, hey, so macht man das und so weiter. Oder so ein Spruch wie, ja, so geht das und warst du mal wieder frech. Oder es gibt sogar so Sprüche noch, wie bist du ein guter Junge oder ein böser Junge. Also und dann muss man natürlich, das geht hier halt nicht oder das klingt so ein bisschen possierlich oder altmodisch. Aber damit wollte ich jetzt nur andeuten, diese Richtung, wie man miteinander redet, so vielleicht ein bisschen mit so einer generellen Weisheit, da wollen wir hier ein bisschen was Spezifischeres, so, ne? Also das ist so, jetzt kommen wir nicht mit einem billigen Spruch. Insofern muss ich beim Übersetzen da auch vielleicht versuchen, etwas spezifischer zu werden und darf auf keinen Fall so erhobenen Zeigefinger gleich hier übertragen. Das funktioniert hier einfach anders. Wir haben da eine andere Sensibilität oder auch Geschichte.
Oder auch ein Unterschied sind natürlich so Verniedlichungen, ne? Also die Oma ist die Avó portugiesisch und dann gibt's auch noch Vovozinha. Also Vovó ist schon was wie Oma und das wäre dann noch die Omachen und dann wird es auch jedes Mal so gemacht und da muss man hier total fein dosieren. Man kann nicht die ganze Zeit irgendwelche Verniedlichungen und Verkleinerungen irgendwie mitnehmen. Ich meine Ronaldinho, ne? Das ist auch so ein Beispiel. Das gehört da einfach voll mit dazu. Das ist einfach so ein schätzender, liebevoller Umwandlung eines Namens, ne? Mhm. Und das haben wir halt zuhauf und wir können das aber im Deutschen immer nur fein dosiert verwenden, weil wir hier einfach nicht diesen Duktus so haben. Ist die Deutsche also eher eine härtere Sprache? Ja, das ist einfach nüchterner so. Mhm. Mhm. Okay, also diese Verniedlichung haben wir drin, das ist interessant. Und wie sieht es aus mit so lokalem Humor, der jeder versteht? Ich sag mal so, Berlin-Tegel ist ja auch ein Running Gag gewesen über viele Jahre. Beziehungsweise der neue Berliner Flughafen oder was weiß ich, Stuttgart oder so, keine Ahnung. Gibt es da sowas auch viel in deiner Arbeit? Sowas kann vorkommen und manchmal muss man dann tatsächlich eine Fußnote machen, obwohl das wirklich eine sehr unschöne Regelung ist. Aber wenn das tatsächlich in der Geschichte noch ein paar Mal irgendwie bedeutsam ist, dann kann man es nicht durch was ganz anderes, was hier aber gut funktioniert, ersetzen. Und darf ja sowieso dann auch, wenn wir wissen, es ist ein Comic aus, sagen wir mal, Kolumbien, dann darf ich jetzt natürlich nicht eben zum Beispiel Stuttgart oder Tegel nehmen. Aber was halt so ein von der Bedeutung können wir uns dann mal annähern und was Freies nehmen, ist ganz klar, das müssen wir ersetzen. Es sei denn, es ist tatsächlich was sich, wie gesagt, eben durchzieht und dann muss ich das kurz erklären, damit man das Kolumbianische, dann muss man ein bisschen Kontext halt liefern, ne? Aber das ist eigentlich nicht so das Beste, wenn man eine Fußnote macht, aber das kommt halt durchaus mal vor, auch bei Graphic Novels von GP aus dem Italienischen oder Sachen von Paco Roca aus Spanien, die der Kollege Höchemer übersetzt. Da ist manchmal halt nötig, dass eine kleine Erklärung kommt. Ist dann auch nicht so schlimm bei solchen Bezügen. Aber jetzt speziell Wortspiele müssen wir sowieso immer anpassen, weil es gibt, wie Monja sagt, das Handtuch werfen und da ist es der Schwamm. Manche Sachen haben ja genau denselben Sinn, aber dann eine Zutat ist anders und wir kriegen ein Problem, wenn es im Bild ist. Wenn nicht, dann können wir es einfach ersetzen, passt ja dann genauso. Und es gibt eben Sprüche, da ist es eher sogar die große Geschichte, ich darf ja nichts übersehen, weil ich das nicht erkennen kann, weil ich eben nicht das spanische Kinderliedchen kenne, weil ich nicht dort aufgewachsen bin. Und dann muss ich immer so ein Feeling auch dafür haben, oh, hier könnte irgendeine Anspielung sein, ich muss einen Muttersprachler aus dem Land fragen. Das ist ganz wichtig, nicht, dass man irgendeine Anspielung versäumt. Und dann guckt man, was kann ich in dem Deutschen draus machen? Aber erstmal diese Sache, ich kann das dann frei machen, aber erstmal erkennen, denn es gibt da tatsächlich Dinge, die sind nicht so international. Und da musst du dann erstmal verstehen, dass das jetzt unbedingt eine Geschichte ist, die dort alle wissen, weil sie zum Beispiel dieses Kinderliedchen kennen. Mhm. Und diese Fühler, diese feinen Fühler, die du dafür brauchst, die sind mit der Berufserfahrung gekommen oder durch Studium oder wie kamen die eigentlich? Ich glaube, das ist so eine Mischung und eben auch so eine Vorsicht, also dieses wirklich viel besser, man fragt Kollegen, das ist immer die Sache, wann gehe ich auf den Autor oder die Autorin zu, das geht nur bei bestimmten Dingen, die tatsächlich nur mit dieser Person klärbar sind, falls sie noch lebt. Aber das ist super. Ich hatte da ein Tandem zum Beispiel mit dem Augusto Paim. Das ist ein brasilianischer Journalist und Übersetzer und Comic-Experte. Wir waren dann so ein genau das Duo, das von den Muttersprachen her und von den Ländern und im Hintergrund sich perfekt ergänzt hat und konnten uns dann da immer bei solchen Dingen Rat geben. Und überhaupt also bei bestimmten Sachen, das kennt sich ja jeder von euch, auch bei fachlichen Sachen, die plötzlich mit auftauchen, wo muss ich jetzt mal lieber nachfragen? Ne? Also das ist klar, da kriegt man so ein Gespür dafür, weil man ja auch nicht einfach irgendwas, also vielleicht gibt es mit hohem Zeitdruck mal die Situation, dass man sagt, okay, die Feinheit werde ich jetzt nicht transportieren, ich mache was Sicheres, was drüber liegt, aber schöner ist es natürlich, wenn es auch in der Geschichte erforderlich ist, wenn ich tatsächlich diese Feinheit kläre und das dann auch mit übertragen kann. Also insofern, da ist man schon gefragt und ich glaube, das entsteht durch so ein auch Erfahrung mit der anderen Kultur, ne, dass man eben gemerkt hat, ups, hier, es gibt einen ganz anderen Funkkodex, sage ich mal, das lernst du nicht mit dem Wörterbuch, auch nicht mit dem Grammatikbuch oder dem Unterricht,
Und das schwingt eben auch gerade bei Comics mit, weil wir eben hier eine fingierte Mündlichkeit haben. Wir haben eine andere Art von Umgang der Figuren oft zueinander. Die ist eher wirklich so alltäglicher. Und da sind dann diese interkulturellen Sachen, wo man merkt, oh, ist ja nicht meine Herkunftskultur. Also wen ziehe ich dazu rate, was für eine Lösung finde ich da? Und dann ist natürlich das Wichtigste, wir haben in unserer Zielsprache im Deutschen gute Lösungen auf Lager. Mhm. Und gibt es da denn aktuell irgendwelche Trends? Du hast, also was die Genres und die Werke angeht, die du ja relativ gut im Blick hast, auch aufgrund deiner Verlegerin-Tätigkeit, die du erkennen kannst, sei es also meinetwegen Genre-Trends oder dass du irgendwie erkennst, dass jetzt hier irgendeine besondere Floskel besonders häufiger oder häufiger generell auftritt. Ist dir da irgendwas in letzter Zeit aufgefallen? Nee, kann ich jetzt so nichts aus dem Ärmel schütteln. Grad nicht, nee. Okay, alles klar. Ja, Klaus, Französisch ist ja nicht ohne Grund die Sprache der Liebe. Sie geht vielen runter wie Öl. Ist sie das wirklich oder ist das nur ein Gerücht? Es gibt natürlich andere Verhaltensmuster oder Sprachmuster in jeder Sprache. Das mit dem Duzen ist zum Beispiel eine gute Sache. Im Französischen siezt man sich viel mehr als im Deutschen. Also zum Beispiel kommt das auch selbst sogar in der Familie vor. Also mit meiner Schwiegermutter sieze ich mich immer noch. Mhm. Und das ist in Frankreich, also wenn man, um jemanden zu duzen, muss man ihn wirklich sehr, 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 sehr gut kennen. Deswegen, wenn man dann übersetzt, muss man dann entscheiden, also wenn man dann eine Geschichte hat und sagt sich, das Pärchen jetzt, die knutschen schon, dann manchmal sind sie sogar schon, um salopp zu sagen, in die Kiste gestiegen und siezen sich nachher immer noch, das geht im Deutschen nicht, das hört sich komisch an. Also da muss jetzt geduzt werden, ne? Während es im Niederländischen umgekehrt ist, im Niederländischen, also in Holland, wenn man mit jemandem zwei Sätze geredet hat, dann duzt man sich praktisch. Also es gibt zwar die Siezform, aber man ist viel schneller beim Du. Und da muss man beim Übersetzen dann immer sagen, ah nee, die sind doch noch sich ziemlich fremd. Also da ist es noch besser, das Siezen beizubehalten. Also man braucht einfach Gefühl dafür, wie das, was man immer im Kopf haben muss, gerade beim Comic, ist nicht zu übersetzen Wort für Wort, was da steht, sondern sich immer zu fragen, was würde ein Deutscher an der Stelle sagen, damit sich das flüssig und spannend anhört. Ja. Das ist eben auch ein Unterschied zu Prosa-Übersetzungen. Man kann da nicht groß mit Feinheiten, also lange ausufern, Ergänzungen machen und so weiter. Man muss immer ganz kurz und präzise sein. Das muss, wie die Kollegen schon sagten, das muss immer in die Sprechblase passen. Ne? Deswegen, es gehört einfach nur so Sensibilität für die Sprache dazu, dass man sich immer denkt, wie, was würde man jetzt hier sagen an Stelle eines Deutschen. Die Benelux-Länder und Frankreich sind ja also immer so die Vorzeigeländer, wenn es um Comic-Kultur geht. Und deswegen frage ich mich, ob das nicht irgendwelche etablierten Redewendungen im Comic gibt, die du regelmäßig übersetzt. Also irgendwelche Dinge, die der französische, die französischen Comic-Lesenden oder eben die aus hier Benelux, die kennen, die sie ständig haben, Abkürzungen beispielsweise oder irgendwelche Querverweise, die dir regelmäßig auf dem Tisch liegen. Gibt es sowas? Ich weiß nicht, das ist so vielfältig, der franco-belgische Comic. Natürlich gibt es immer verschiedene Dinge, zum Beispiel, wie sich die Figuren untereinander ansprechen. Wie gesagt, da deutsche ich ein bisschen ein und so weiter. Ja, ja. Bei einer Serie natürlich wie Asterix zum Beispiel, muss man aber auch im Duktus der Serie bleiben. Ne? Das war ja schon vorhin auch gefragt. Also das kommt noch dazu dann. Das sind ja die, Asterix wurde von meiner großen Vorgängerin Gudrun Pendorf ja bekannt gemacht und berühmt gemacht. Und da zum Beispiel die Gallier, die siezen sich nicht, sondern es gibt ja das Ihr, die alte Form der Höflichkeitsform. Solche Sachen muss ich dann natürlich beibehalten, damit der Leser auch immer weiter in der Geschichte bleibt. So gesehen muss man sich als Übersetzer da zurücknehmen und sagen, ich bleibe jetzt in diesem Duktus, der sich jetzt eingebürgert hat für
Asterix für Lucky Luke und mache da weiter. Man kann natürlich ein bisschen nachher sich weiterentwickeln im Laufe der Zeit. Was zum Beispiel als Beispiel die Zeiten ändern sich ja auch, man gendert heute, also man hat muss viel vorsichtiger sein bei Bezeichnungen, dass man nicht einfach nur sagt via Gallia, sondern ja, auch die Frauen mit einbezieht und so weiter. Mhm. Muss ich heute manchmal schon sagen, nein, das passe ich hier so an. Die deutschen Befindlichkeiten sind jetzt wieder anders. Und ich achte jetzt mehr darauf, dass auch ein bisschen gegendert wird. Also nicht nach modernen Richtungen, aber dass man da die deutschen Sensibilitäten mehr ein. Die Franzosen sind da nicht so, im Französischen ist das nicht so problematisch mit dem Gendern, weil man andere Pluralformen hat. Mhm. Ja, verstehen Sie, das muss man also auch mit der Zeit gehen und dann auch dann angleichen. Ne? Die Pluralformen sind also generell generisch im Geschlecht? Nicht generell, aber im großen Teil schon. Also die meisten Pluralformen sind generisch, also braucht man da nicht les docteurs, das ist einfach generisch und da braucht man dann. Und dann muss man im Deutschen sagen, dann, ich muss mir was überlegen. Das Problem ist jetzt, dass man dann eben beschränkten Platz hat, auch in der Sprechblase. Ich kann jetzt also nicht permanent sagen, liebe Gallierinnen und so weiter. Also man muss. Lieber Galliende. Ah ja, schon klar. Ja, schwierig, glaube ich, gern. Ja, das ist eine schwierige Sache. Hört, also gerade bei solchen Erfolgscomics, die auch ja da breit gelesen werden, von allen gelesen werden, muss man alle Sensibilitäten dann immer im Kopf haben und berücksichtigen. Wie sieht das aus? Lass mich raten, Französisch ist auch deutlich kürzer als Deutsch, oder? Genau, also das ist per se, wenn man eigentlich Wort für Wort übersetzt, hat man nachher im Deutschen 15%, 20% mehr Text. Also die deutschen Wörter sind einfach länger und deswegen hat man sowieso schon immer Probleme. Es ist eigentlich schon schön, dass bei franco-belgischen Comics sind sie ein bisschen dran gewöhnt. Wissen Sie, also die Belgier, die hatten schon immer gleichzeitig französische und niederländische, also flämische Ausgaben gemacht. Ja. Deswegen sind die Zeichner schon darauf geeicht, in den Sprechblasen immer ein bisschen mehr Platz zu lassen, damit die flämischen Übersetzer, also die Übersetzer ins Flämische, dann auch das richtig reinkriegen. Das ist ja komfortabel. Super. Ja, aber ist es auch nur begrenzt. Ja? Das man hat ein bisschen mehr Raum. Das ist, wenn man also französische Comics hat, also die rein französisch sind, da sieht man dann, dass die manchmal wirklich den Text in die Sprechblase schon so reingequetscht haben. Mhm. Und wenn man dann ins Deutsche übersetzt und man hat 20% mehr, dann muss man sagen, ja, da müssen jetzt 20% gekürzt werden. Sonst kann man jedem Comic da eine Lupe beilegen. Ne? Ja, ist spannend. Gibt es überhaupt längere Sprachen als die deutsche? Ich denke, Russisch ist vermutlich noch relativ lang. Ne? Habt ihr da zufällig mal Frage in die Runde? Gibt es eine längere Sprache als die deutsche? Und wenn ja, welche? Ich glaube nicht, ist jedenfalls auf hohem Niveau das Deutsche. Also ganz vorne mit dabei. Auf jeden Fall, aber auch was die Anordnung in den Sprechblasen angeht, das kenne ich auch von den japanischen Leuten, dass es dann mit dem Hochkant immer schwierig ist, gerade weil unsere Wörter dann oft lang sind. Und da fällt mir ein, zum Beispiel Finnisch ist auch mit so Prä- und Suffixen, also dass das alles um den Wortstamm, die Beugung oder Plurale oder verschiedene Elemente noch, dass das alles wie an einem Wort aussieht. Also ich kenne mich mit Finnisch nicht wirklich gut aus, aber da ist dann, glaube ich, eher das Ding in der
Sprechblase, nicht ständig mit Bindestrichen arbeiten zu müssen, ne? Oder sowas, wie vermeide ich sowas, ne? Oder ist man das dann halt gewohnt, es geht nicht anders, ne? So ähnlich wie wenn wir halt im Manga Hochkant-Sprechblase, dann müssen wir auch ziemlich häufig trennen. Aber ansonsten finde ich auch, so wie Steffen das schon gesagt hat, es gibt manchmal auch noch diesen Schritt, nachher ist es gelettert und du siehst einfach, der Text sieht nicht gut aus in der Blase und musst da nochmal irgendwas umformulieren, eben auch um sowas zu vermeiden, dass das einfach komisch sitzt und so. Das sind auch nochmal so Dinge, die hast du bei einem Prosatext jetzt auch nicht. Und bei Comic gehört das mit so zum Handwerkszeug, dass man das vielleicht vorher auch schon ein bisschen bedenkt. Ich habe auch Verlage, mit denen ich teilweise Varianten anbiete, weil die das dann einfach genießen, dass sie schon da aus mehreren Möglichkeiten dann schöpfen können, um genau das dann einzupassen. Und ich habe früher auch ziemlich viele Beispiele gemacht, Samples, da habe ich dann selber in die Blasen gelettert, um dann nicht den Verlegern so blöde Manuskriptseiten neben die Originalseite nur so anzudienen. Und das hat mich dann schon vorangebracht, was da die Schärfung des Blicks für angeht, dass man gucken muss, wo eigentlich dann der Text sitzt und wie ich das auch noch kurze Worte nutzen oder Bindestriche vermeidbar mäßig übersetze. So, das ist auch nochmal so eine weitere Ebene, die speziell beim Comic übersetzen nur. Oder auch bei Lyrik natürlich, aber das nochmal eine andere Schwierigkeit vorkommt. Ganz zu Anfang meiner Karriere habe ich auch immer die Buchstaben gezählt, um dann auch zu vergleichen. Nach ein paar Jahren hat man dann das im Gefühl ein bisschen, dass man schon sieht, das passt jetzt noch rein, das passt nicht rein und so weiter. Ich habe es mit so Pausblättern so draufgelegt, oben draufgelegt und dann per Hand erstmal alles reingeschrieben, ganz am Anfang. Und dann habe ich ungefähr so lange gebraucht, aber dann habe ich immer so ein Gefühl dafür bekommen, dass der Satz halt überhaupt nicht reinpassen würde. Witzig, wie so jeder seine Taktik zu Anfang benutzt hat. Also heutzutage, was eigentlich eine schöne Sache ist, was ich gerne mache, ist, wenn man vom Verlag eigentlich das Manuskript aus Word-Datei bekommt, dann kann man eigentlich das Original nehmen und dann überschreiben. Also das heißt, man klickt den Text an und schreibt den deutschen Text und dann sieht man gleich, ob man da in der gleichen Länge auskommt, wie das Original ist. Aber ja, das ist auch eher selten, oder? Das ist selten, Ja, das ist selten, aber das wäre mal eine schöne Sache, die Verlage darauf anzuspitzen, dass die das vielleicht so liefern können. Für die Satzlänge wäre das ganz praktisch, aber für den Rest dann irgendwie dann immer, ich weiß nicht, das man müsste ja dann auch das PDF daneben haben und dann die Word-Datei und dann noch den eigenen Text. Das wird dann irgendwie, braucht man dann so NASA-mäßig 5 Monitore wahrscheinlich, um alles anzuschauen. Nein, ich habe einfach, wie gesagt, den normalen Text in Word-Datei und klicke dann den Satz an und schreibe dann meinen deutschen Text, dann sehe ich ja gleich, wie weit, ob ich dann ungefähr die gleiche Länge habe und daran arbeiten, ja. Ja, ich mache das auch oft zum Vergleichen oder auch bei Variantenvergleichen dann auch im Deutschen. Oder teilweise hatte ich auch Word-Dateien oder ich habe es mir dann selber nochmal abgeschrieben, auch einfach um rumzuprobieren. Ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber das ist immer eine ganz gute Methode, weil da sieht man das wirklich direkt auf einen Blick. Ja, ich habe auch manchmal noch einen Laptop daneben stehen und arbeite trotzdem auch gerne dann vom Buch aus. Oder ich habe teilweise auch sehr genossen, dass es von dem einen Buch zum Beispiel schon Französisch und auch Spanisch gab. Das war aus dem Portugiesischen. Um dann zu vergleichen, ja, wie gehen die denn jetzt mit dem Problem um oder wie betonen die das? Das war ein Text, der Tungstenio. Das ist so eine Art Krimi-Thriller, so wurde der Fissen angepriesen. Das ist bei Avant erschienen vor einigen Jahren. Und der Autor hat so eine ganz überwörtlich, also sehr umgangssprachliche Art, sich auszudrücken. Das ist auch, weil das sind Leute aus dem Nordosten in Brasilien. Und selbst zum Beispiel der Augusto Pai, mein Portugiesisch-Deutsch-Tandem-Übersetzerpartner, der meinte auch, er ist aus dem Süden, ne? Da sind die auch ganz anders drauf. Der findet auch, das ist wahnsinnig redundant, wie die sprechen und so. Und dann habe ich gesehen, im Spanischen ist das total kurz und anders knapp. Auch interessant, sich total davon zu entfernen. Und dann kam aber auch raus, das war vom Autor selbst
gemacht. Er hat, weil er schon lange in Spanien lebt, in Barcelona, hat er einfach dann den spanischen Text selber, da war er dann selber Chef darüber, wie er das sozusagen anpasst. Und deswegen war es auch besonders entfernt von diesem Portugiesischen mit diesen vielen Redundanzen und abgebrochenen Sätzen, so als würde man wirklich einen Dialog transkribieren, ne, würde man merken, wir machen viele Sätze gar nicht vollständig und setzen neu an und so. So eine Art von Wörtlichkeit hat er tatsächlich abgebildet. Und damit umzugehen war unglaublich schwierig, auch bei der Übertragung ins Deutsche. Und da fand ich es hilfreich, dann eben zum Vergleich daneben das Französische zu haben, das Spanische. So, also manchmal hat man tatsächlich ein ganz schönes Panorama so vor sich. Und dann jetzt hier auf den Punkt kommen und die eigene Entscheidung treffen. Aber hilft schon. Also mich blockiert sowas. Also wenn ich übersetze, dann gehe ich von meiner eigenen, dann nehme ich keine Parallelsachen dann dazu. Man hat mich mal gefragt, ob es nicht bei Asterix gut wäre, wenn ich mit dem niederländischen Übersetzer zum Beispiel zusammenarbeiten, weil das ja sehr verwandte Sprachen sind. Ich bin dagegen, weil ich sage mir immer dann, schränkt mich das selber ein, wenn der Kollege dann eine oder Kollegin eine gute Lösung hat, dann sage ich mir, oh prima, dann übernehme ich die und denke dann selber nicht mehr drüber nach. Also das, also mich schränkt das dann zu sehr ein, denke ich. Also ja, für mich war es in dem Fall halt super, weil das sehr speziell war. Ja, also jeder. Ich habe zu Anfang ja auch verschiedene Sprachen oft gelesen und das miteinander verglichen und so, aber die letzten 20 Jahre lasse ich das jetzt sein und so weiter. Aber es ist interessant, dass ihr sagt, dass es ja auch innerhalb von Ländern schon unterschiedliche, sage ich mal, Umgang von der eigenen Sprache gibt oder mit der eigenen Sprache gibt, dass der Norden sich vom Süden unterscheidet und so weiter. Das könnten wir hier an der Stelle auch mal nutzen, gerade auch bei dir, Klaus, um eine Frage aus der Hörerinnenschaft mit reinzunehmen, nämlich diese Frage dieser Mundartübersetzungen. Mhm. Insbesondere Asterix, und ich kann mich jetzt auch erinnern, dass ich beispielsweise einen Deadpool-Band schon in der Hand hatte, lieber Steffen, da warst du, glaube ich, auch nicht ganz unbeteiligt dran, der halt in den Lokalkolorit übersetzt wurde, jetzt also nicht ins klassische Hochdeutsch. Klaus, wie ist denn da so deine Meinung zu? Fühlst du dich da irgendwie übergangen? Nein. Jeder macht da sein Ding da. Also wenn man jetzt in deiner Mundart übersetzt, dann muss man eben die ganzen Möglichkeiten der Mundart ausnutzen. So zum Beispiel, ja, das Süddeutsche hat ja ganz andere Formen, Grammatikformen, Sachen, jemanden anspricht und so. Das müssen dann die Mundsprachler dann machen. Ich hatte mir selber auch schon mal überlegt, das würde mich mal reizen, wenn ich, glaube ich, in Rente bin, mal einen Klever Platz zu machen. Mhm. Aber wir sind einfach zu wenige da, damit das... Ach, das lohnt. Sich das finanziell lohnt. Es gibt nur noch ganz wenige, die das können. Aber das ist ja letztlich bei den Dialektsachen so, dass das immer natürlich ein Spartenprogramm ist. Also ich glaube nicht, dass ich da irgendeinen Übersetzer übergangen fühlen muss letzten Endes. Diese Dialektsachen, also wir haben Deadpool in Dialekt übersetzt, wir haben aber auch die Simpsons in verschiedene Dialekte transferieren lassen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das Übersetzen nennen kann. Obwohl es teilweise ja schon auch eigene Sprachsysteme sind, die da dahinter stehen. Und da liegt auch eine der ganz großen Schwierigkeiten, weil es gibt nur ganz selten Dialekte, für die es quasi ein grammatisches Grundgerüst gibt, an dem sich derjenige, der das dann transferiert, orientieren kann. Meistens ist die Mundart einfach eine gewachsene Sache, die ihre eigenen Regeln hat, aber die sind selten niedergeschrieben. Und da muss man dann so den Übersetzern oder diejenigen, die das transferieren, so ein bisschen vertrauen, dass sie das auch vor allem im Schriftbild so hinbekommen, dass man das hinterher auch noch lesen kann, weil der Dialekt ja ganz oft einfach durch ganz viele Auslassungen, Verkürzungen, seltsame Zusammenfügungen entsteht. Wenn man das liest, kommt nicht zwangsweise das raus, wie es dann auch gesprochen wird. Und da ist dann so eine große Problematik, dass du den jeweiligen
Tonus ja dann so treffen muss, dass die Leute, die das lesen, sagen, ja, das ist mein Dialekt. Und dann kommen ja da noch ganz viele nochmal lokale Färbungen dazu, was die Sache nochmal schwieriger macht. Von daher ist das mit diesen Dialektausgaben immer ein Problem. Es ist auch ein Problem, wenn du bei normalen Übersetzungen Leute in einem Dialekt sprechen lässt. Also das hat man zum Beispiel im Englischen, ist das relativ einfach, wenn jemand, dem man ein relativ simples Gemüt zutextet, dann lässt man den eben sehr einfach sprechen und teilweise eben macht man so kleine Auslassungen drin. Das sieht im Deutschen ganz schnell nach Fehler aus. Und deswegen sind viele früher dazu übergegangen, dass sie dann die Leute in irgendeiner Art Dialekt haben sprechen lassen oder angelegt an irgendeinen Dialekt. Aber auch da ist das Problem, dass das sehr oft aussieht wie ein Fehler, vor allem wenn es dann nicht konsequent durchgezogen wird. Und das ist etwas, wo dann auch der Redakteur hinterher ein Auge drauf haben muss. Das wurde früher sehr viel öfter gemacht, genauso wie das Umgangssprachliche teilweise bis zum Extrem getrieben wurde, dass man halt mit ganz vielen Apostroph gearbeitet hat, Wortverkürzungen genommen hat. Und das war in den 80er und 90er Jahren, war das eine Zeit lang so total in, dass man das in deutschen Comics das Ganze sehr, sehr, sehr auf Umgangssprache getrimmt war. Jetzt ist es aber so, der Comic, der soll lebendig wirken. Also man soll zum Beispiel generell immer, weil wir es in unserem Sprachgebrauch drin haben, mehr Perfektkonstruktionen als Imperfektkonstruktionen nehmen, weil das sonst immer so überkandidelt klingt. Aber man soll nicht zwangsweise dann solche extremen Urbanisierungen drin haben. Und das hat man heute eher so wieder ein bisschen ausgedünnt. Also ich habe neulich etwas gelesen vom Dantes Verlag, wo ich hinterher auch dann mit den Leuten von Dantes drüber geredet habe. Die haben das wirklich umgangssprachlich bis zum Exzess getrieben und das hat den Comic nahezu unlesbar gemacht. Und dann habe ich hinterher mit denen drüber geredet, weil ich das schade fand bei dem Comic. Und dann haben die Dantes Jungs auch gemeint, das sei ihnen jetzt tatsächlich gar nicht so aufgefallen und sie hätten gar nicht so drüber nachgedacht und sie würden das mal für die Folgesachen ein bisschen mehr im Auge behalten. Und da muss man aufpassen, dass das ganz, ganz, ganz gezielt nur eingesetzt wird. Mhm. Genauso wie wir es ja nun jetzt schon ein paar Mal hatten, das mit dem Du und dem Sie, das ist, wenn du aus dem Englischen kommst, ist das immer eine schwierige Frage, weil du erkennst nicht, wer im Original wen gesiezt hat und wen geduzt hat. das musst du dann im Zwiegespräch mit dem Übersetzer als Redakteur entscheiden, wer soll wen duzen, wer soll wen ab wann duzen. Oder wenn wir es historisch haben, dass dann halt der Pluralis Majestatis, also dieses Euer, Ihr, genommen wird. Und dann gibt's immer wieder so Sachen, die besprochen werden müssen. Bei Doctor Who hatten wir es ja zum Beispiel, dass wir mit Jodie Whittaker zum ersten Mal im Fernsehen eine weibliche Verkörperung der Figur hatten. Und trotzdem ist der Name der Doktor im Deutschen. Im Englischen ist es the Doctor, kein Problem, aber im Deutschen ist es der Doktor. Und da haben wir uns lange genau, Kopf drüber. Ich überlegt. Ja, da haben wir uns ich lange. Ich hatte schon gedacht, das ist bestimmt ein Problem. Ja, genau. Da habe ich mir mit der Claudia Kern lange drüber einen Kopf gemacht und wir haben uns dann entschieden, dass wir in den Sätzen schon immer mit den weiblichen Pronomina und allem möglichen arbeiten, aber wenn der Doktor kommt als Name, dann ist es der Doktor. Und dann ist es dann, kommen dann schon so interessante, für die deutsche Grammatik interessante Sätze dabei raus, wie der Doktor betritt den Raum, sie schaut umher. Also das ist für das deutsche Lesen, für das deutsche Ohr klingt das erstmal komisch, aber wir haben uns darauf geeinigt und waren dann hinter sehr froh, dass sie das in der TV-Serie genauso gelöst haben, weil wir nämlich mit den ersten Comics draußen waren, bevor wir eine TV-Referenz hatten. Und das ist auch etwas, was immer ganz wichtig ist, wenn ich Übersetzer und Übersetzerinnen benenne, dass die wissen, wenn es einen Kanon gibt, der durch zum Beispiel Romane bereits erstellt wurde oder durch TV-Serien, dass die dann auch diese Worte, die dort benutzt werden, auch benutzen können. Was für viele Übersetzerinnen ganz schwierig ist, weil die sehr gerne sich die Sachen im Original anschauen und gar nicht wissen, wie das dann im Deutschen gemacht wurde, wo ich sie dann immer ermahnen muss, bitte schaut euch auch die deutschen Sachen an oder lest mal die deutschen Referenzen, damit ihr wisst, was im Kanon bereits drinsteht.
Das ist sehr interessant, dass du das erwähnst. Gerade auch so im Bereich Superhelden sieht das ja ähnlich aus, dass wir da deutlich mehr noch Medien haben, als insbesondere Filme, Serien, Videospiele und so weiter. Und ich kann mich dunkel erinnern an das Gespräch mit der Caroline Hidalgo, die ich genau dasselbe gefragt habe, nämlich wie es aussieht, ob es auch mit Dritten Austausch über die Übersetzung von solchen Werken gibt. Und sie meinte, dass sie das einmal hatten bei irgendeinem Computerspiel, da wurden irgendwelche DC-Helden, haben halt was gesagt und da hat man wohl zusammengearbeitet, aber dem Grunde nach würde es nicht passieren. Wie sieht es inzwischen aus, wenn mal wieder ein neuer Superman-Film kommt oder jetzt aktuell ein Suicide Squad-Film oder jetzt auch ganz aktuell wieder der Batman-Film Anfang März? Arbeitet ihr irgendwie da mit den deutschen Übersetzungsstudios zusammen oder sind das getrennte Dinge? Also es sind getrennte Dinge, weil es auch ganz schwierig ist, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die ganz oft Verträge haben, wo sie gar nichts rausgeben dürfen, weil die, weil es zeitliche Vorgaben gibt, die nicht zusammen sind. Das heißt, wenn wir etwas zu einem aktuell zu einem kommenden Film rausbringen, dann arbeiten wir durch den Zeitverzug entweder sehr viel früher dran oder sehr viel später dran. Wenn es später dran ist, dann gehe ich immer davon aus, dass die ÜbersetzerInnen sich die Sachen angeschaut haben und wissen, auf welche Sachen sie achten müssen. Wenn wir ganz viel früher dran arbeiten, dann haben wir meistens nicht den Zugriff auf die Sachen. Das heißt, es ist ganz schwer, das zu synchronisieren. Mhm. Ja, vor allem, wenn ich da kurz unterbrechen darf, was ich auch gemerkt habe, ist einfach, dass die Superheldenübersetzer bei Panini, was sie ja ganz toll machen, ist eben, dass auch das immer beibehalten wird, was schon immer so und so übersetzt wurde. Also das wird ja dann vielleicht im Film ganz anders ausgedrückt, aber unsere deutschen Übersetzer, die haben ja wirklich so ihre eigene Sprache. Batman spricht immer auf die eine Art, Green Lantern haben die andere Sprache, also die haben auch diese Begriffe, die dann vielleicht im Film nicht vorkommen. Was aber viel wichtiger ist, dass es in der Serie eben einheitlich ist. Und ja, da finde ich zum Beispiel Wahnsinn, was die Übersetzer da für eine Arbeit leisten. Übersetzer, aber auch Lektoren, weil die dann auch nicht nur mit dem Original vergleichen, aber schon auch mit diesen ganzen hunderten Ausgaben, die es schon vorher gab und die ganzen, die parallel laufen. Es ist ja nicht nur ein Batman, es ist ja ein Detective Comics, also es gibt ja so viele inzwischen und es ist Wahnsinn, was die da wirklich schaffen, dass die das alles einheitlich von einer Serie zur anderen mit rüberbringen. Finde ich wirklich toll. Es gibt ja den Unterschied von den laufenden Serien und dann die Serien, die man speziell zu einem Film macht. Bei den Sachen, die man speziell zu einem Film macht, da möchte man natürlich das drin haben, was dann auch im Film ist oder wenn Sachen von den Filmen hinter in die Comics übernommen werden, weil das ist ja mittlerweile da auch eine viel größere Synergie. Aber das ist tatsächlich auch ein Grund, warum wir bei den ÜbersetzerInnen, vor allem für die Superhelden, aber auch bei den anderen Sachen immer gucken, dass wir Leute haben, die auch Fans davon sind, die also zum einen das übersetzen können, also die auch das Sprachgefühl haben, die aber zum anderen auch Fans von der Thematik sind. Genauso sollten die Leute, die hinter drüber gucken, also bei uns macht das Lektorat, das liegt eigentlich meistens in den Händen der Redakteure, weil ein Lektorat in den Budgets für die wenigsten Comics drin ist. Das ist da so eine fließende Sache. Aber letzten Endes die Leute, die sich hinter die Übersetzungen anschauen, die sollten halt auch Fans sein und sollten das im Blick haben, dass sie dann auf das nochmal gucken können, was möglicherweise den Übersetzerinnen durchgegangen ist. Und da ist es gerade bei diesen Fansachen ist es unglaublich wichtig, dass man auch in der Materie drin ist. Was auf der anderen Seite auch wieder ein Problem gibt, weil es gab mal so eine Zeit lang so Bestrebungen bei Verlagen, dass sie Fans zu Übersetzern gemacht haben. Und das ist etwas, was eine ganz ungute Idee war, weil Fans grundsätzlich halten sich sowieso immer für die besseren Übersetzer. Also man kriegt ganz oft von Fans auch so Anfragen, warum habt ihr das nicht so und so übersetzt? Und man hat sich ja bei allem schon so seine Gedanken gemacht, aber Fans halten sich grundsätzlich für die besseren Übersetzer. Wenn man aber einen Fan mal was übersetzen lässt, dann merkt man, dass denen das Sprachgefühl fehlt, dass denen das Gefühl für die Sprechblasen fehlt. Also man sollte schon
das Übersetzen gelernt haben. Man sollte sich auch in der Sprache, in die man übersetzt, wirklich dann auch mit einem gewissen Sprach- und Grammatikgefühl bewegen können. Sonst hat man hinterher als Lektor oder Redakteur wirklich eine Heidenarbeit, das dann in einen Text zu transferieren, der auch lesbar ist. Und es ist meistens keine gute Idee, einen Fan, der ansonsten keinen Bezug zu diesen, zu der Arbeit eines Übersetzers oder zu der Arbeit wegen mir eines Autors hat, der also dem das Sprachgefühl fehlt, den dann einfach zu übersetzen zu lassen, weil er sagt, hey, ich bin der Superfan, ich kenne mich total gut aus. Das ist keine gute Idee. Also wenn man dann jetzt Asterix übersetzt, hat man da extrem Beispiele, weil da hängt ja so viel ab, das ist so eine eingespielte Serie, da wird dann extrem kontrolliert und redigiert und so weiter. Also wenn ich einen Asterix übersetzt habe, ich schließe mich erstmal 2 Monate mal ein und übersetze und mache das gut wie möglich. Ich darf auch mit niemandem darüber sprechen, das ist immer dann eine große Schwierigkeit. Ich kann wohl zwischendurch ab und zu mal meinen Redakteur, dann den Wolfgang Stegmeier, anrufen. Aber sonst, da liefere ich dann mein Manuskript ab. Danach werde ich nach Berlin zitiert. Wir gehen dann den ganzen Comic dann 3 Tage lang mit 3 Redakteuren sitze ich dann am Tisch, wird das alles durchgegangen. Zum Schluss lesen wir uns das auch noch mal gegenseitig vor, um zu so hören, ob das auch richtig klappt. Wenn das dann passiert ist, geht die ganze Übersetzung zurück nach Paris, wird von Hachette, also dem Mutterverlag, nochmal dann zurück übersetzt ins Französische. Und dann kommen von denen dann Kommentare, warum ist das so und so? Und, oh nein! Warum? Ich mach schon immer Fußnoten, um zu erklären, da ist das Wortspiel jetzt so und so gelöst. Im Deutschen heißt das das und das, ja, damit die dann Bescheid wissen. Und dann kommen auch noch manchmal dann Anfragen vom Autor, kannst du das nicht anders lösen und so weiter und so fort. Und nach diesem Prozess geht das dann zurück. Noch komplizierter war eigentlich letztes Jahr. Es gibt ja jetzt diese Idefix-Serie im Fernsehen. Da hat Hachette darauf bestanden, dass ich die auch übersetze, als sie sagen, das muss jemand sein, der sich in Asterix richtig auskennt und so weiter. Also dass Super RTL, die das in Deutschland machen, nicht einfach von ihren eigenen Übersetzern machen, sondern die meinen, da muss jemand dabei sein, der sich mit dem deutschen Asterix auskennt. Deswegen musste ich dann erstmal die Übersetzung von jedem Manuskript machen. Das habe ich dann nach Paris geschickt. Da wurde das nochmal durchgegen übersetzt und korrigiert, also mit dann Änderungen und so weiter, habe ich dann mit denen dann abgesprochen. Und das ging dann zum Super RTL. Bei Super RTL haben die dann aus diesem Text, das muss natürlich dann so angepasst werden, dass das die Mundbewegungen passen im Film. Das ist ja noch eine spezielle Arbeit noch von Spezialisten, die das dann machten. Wenn das dann fertig war, hat Paris mir dann deren Übersetzung dann nochmal gegeben, damit ich darauf achte, dass die nichts irgendwie eingepackt haben, was irgendwie nicht Asterix-mäßig ist. Das musste ich denen dann als Gutachten dann schicken und die haben dann nochmal versucht. Es ging immer hin und her. Wobei danach dann Super RTL manchmal meinte, das ist aber nicht angepasst für Kinder, weil die sehen das als Kinderserie. Paris meinte, nee, da müssen auch ein bisschen komplizierte Wortspielereien für die Erwachsenen, die erwarten sowas auch und so weiter. Ich sagte manchmal meiner Frau, also man braucht da mehr diplomatisches Fingerspitzengefühl, als nötig wäre, um den Frieden in den Nahen Osten zu bringen. Aber wie gesagt, also das macht man sich überhaupt nicht klar, was da an Arbeit und an wirklich Kontrolle und so weiter dann dahinter steckt. Ja.
Stimmt, das wird gar nicht immer so klar. Und auch, dass die Verlage ja, was ich immer schwierig finde, dass die Verlage ja auch immer verschiedene, wie sagt man, Anforderungen haben. Also die einen zum Beispiel wollen, was für, dass die Erwachsene sich dabei nicht langweilen. Andere wollen es aber jugendfrei, dann wiederum ja aber für Kinder, die lesen es ja auch. Vielleicht aber nur in dem einen Land, dann in dem anderen nicht. Also das finde ich immer so ein bisschen schwierig, dann auch ja, das alles mit einzubeziehen. Ja, gerade diese Frage der Zielgruppen und damit ja auch einhergehend die Frage des Sprachniveaus, die ist ja tatsächlich auch Teil dieser Vorbereitungsliste, die wir haben, wo genau das ja eine Rolle spielt. Wir haben auf der einen Seite beispielsweise jetzt diese Asterix-Serie, die ja diverse Zielgruppen und diverse Altersgruppen vor allem auch ansprechen soll. Auf der anderen Seite haben wir, wenn wir jetzt uns meinetwegen mal angucken, was wir da sonst noch hier an Übersetzungen haben, also diese klassischen Graphic Novels, meinetwegen auch mit einem geschichtlichen Schwerpunkt, meinetwegen auch einfach mal mit einer erwachsenen, gereiften Zielgruppe. Vielleicht auch mal die Frage nochmal auch an Lea und Monja auch weitergereicht. Wie konkret sind denn die Vorgaben für die Zielgruppe und fürs sprachliche Niveau? Gibt es da welche oder müsst ihr euch das selbst ableiten aus der Originalquelle? Nee, also ich konnte da ziemlich. Entschuldige, ja. Monja, willst du zuerst? Ja. Mach du. Nee, mach. Entschuldige. Ja, ich hatte da eigentlich keine solchen Vorgaben, aber es war einfach genau die Situation, dass man sehr gut eben den Duktus des Ausgangstextes beibehält. Und bei dem einen Verlag, der eben in Wien sitzt, ist sowieso immer, dass die sagen, guck mal, am Ende machen wir vielleicht ein paar Anpassungen für Österreich. Und dann gebe ich das so ein bisschen aus der Hand. Und wenn dann eben ein Junge ein Bub ist oder die Klamotte oder Kleidung ist gewandt, ich finde das nicht schlecht. Und außerdem, sie veröffentlichten das eben in Österreich. Also da habe ich jetzt kein Problem damit. Ich finde es nachher interessant, auch wenn ich das dann hier im Comicladen irgendwie habe oder so. Warum nicht? Das ist halt eine Bereicherung. Das ist ja eine Variante, die wir auch verstehen. Und es ist eben eine deutschsprachige Ausgabe made in Austria. Und ich habe es übersetzt und wir haben diese Absprache, dass sie sich das vorbehalten, dass es vielleicht eine Anpassung gibt. Aber immer habe ich noch die letzte Durchsicht. Also wir würden dann auch was diskutieren und das ist eigentlich immer sehr konstruktiv, ne? Und bei einem anderen, das war der Schweizer Verlag, das ist so ein bisschen, was vorhin schon anklang, mit der fingierten Mündlichkeit, die dann aber nicht ausarten darf, dass es aussieht wie ein Fehler, hatte Steffen auch schon erwähnt. Bei der Schweiz ist es nämlich auch nochmal so gelagert, dass das Schweizerdeutsch, was gesprochen wird, ist ganz weit weg von der Schriftsprache. Und deswegen, Comic ist nun mal, also natürlich ist das eine fingierte Mündlichkeit und das soll eben auch Umgangssprache sein, was Lebendiges in die Dialoge und so. Der Punkt ist aber, es ist zwischen zwei Buchdeckeln und es ist jetzt schriftlich und da hatten die nochmal ein ganz anderes Niveau, was das angeht, dass man das anpasst. Und da habe ich dann zum Beispiel ein bisschen gekämpft, dass die jetzt trotzdem jetzt nicht sauber den Genitiv mal benutzen, weil das klang total gestelzt, ne? Mhm. Solche Dinge. Also, dass man da so ein bisschen aufeinander zugeht, versteht, was will der andere, warum brauchen die das da, weil die in ihrer Sprachsituation veröffentlichen. Und das fand ich eigentlich sehr bereichernd, da mal so ein bisschen die Erfahrung mit Schweiz oder Österreich. Aber ich hatte jetzt keine Genre- oder Zielpublikums, also sonstige, nur diese Spezifika vom Länderdeutsch jeweils. Aber das ist interessant, dass ihr das sagt. Ich hatte ja ursprünglich vermutet, dass wir eben Spezifika haben in der Sprache, aus der wir übersetzen. Aber diese scheint letztlich ja tatsächlich alle ähnliche Probleme für die Übersetzenden darzustellen, nämlich zum Beispiel Lokalkolorit oder Höflichkeitsform. Aber viel eher scheint es Besonderheiten darin zu geben, für das Zielpublikum anzupassen. Ist das so, trügt der Eindruck? Oder ist das eben nicht so? Also eigentlich nicht. Es ist natürlich klar, wenn du einen Comic machst, der primär für 6- bis 10-Jährige ist, und das gibt es ja durchaus auch, dann wirst du eine einfache Sprache ansetzen, als wenn du jetzt das für ein ab 12-jährige Klientel machst. Aber an und für sich gibt den Ton der Comic vor. Also genau. Der muss angepasst sein. Also wir hatten jetzt zum Beispiel ja wir haben da so eine Reihe angefangen, wo wir so alte Comics aus den Cobra-Magazinen erstmals so als Collection rausbringen. Und das sind einfach Comics, die wurden gemacht in den 1950er, 1960er Jahren, die mit einem völlig anderen
Ton auch an die Sache rangehen, als man das heute in modernen Comics hat. Und da kannst du jetzt nicht unsere moderne Sprache drüber legen. Das würde total befremdlich wirken. Und da sind es auch Sachen, die man sich dann so überlegt, dass man gesagt hat, okay, in der Zeit und auch wie die Leute miteinander interagieren, die Charaktere interagieren, die siezen sich alle, selbst wenn sie sich seit 100 Jahren kennen, weil die meistens in irgendeinem geschäftlichen Kontext aufeinandertreffen. Gauner siezen sich untereinander, Polizisten siezen sich untereinander, auch wenn sie zusammenarbeiten. Aber da sind auch ganz andere Sachen drin. Zum Beispiel hat man dann früher diese Macke gehabt, dass man im Englischen jeden Satz entweder mit dem Namen desjenigen angefangen hat, der angesprochen wird oder damit geendet hat. Das ist tausendmal fallen da die Vor- oder Nachnamen, was einem beim Lesen wahnsinnig macht, wenn man das als Kollektion hat. Und da muss man immer dann im Kopf bedenken, das wurde früher in Fortsetzungen gebracht, die immer nur 3 Seiten gingen, wo du jede Woche 3 Seiten gelesen hast. Ja, da ist es eine völlig andere Sache, als wenn du das dann plötzlich gesammelt hast und das durchliest. Das heißt, du musst dann solche Sachen rausmachen, weil das macht irgendwann keinen Spaß mehr, obwohl du das dann erstmal nicht hinterfragst, weil sie das halt früher so gemacht haben. Und das sind so Dinge, diese Vorgaben, die werden aus den Inhalten kommen die eigentlich raus, aber das hat weniger was mit der Zielgruppe zu tun, außer dass die es vielleicht hinterher dann gutieren muss, dass sie sagt, hey, ich habe Cobra in den 70er Jahren gelesen und ich möchte, dass der Ton ähnlich ist wie in den 70er Jahren, aber ansonsten gibt eigentlich der Comic vor, wie das zu klingen hat. Ja, aber wie du sagst gerade mit der Ausgabe, also dass das Original eben Fortsetzungen waren und dann macht es ja auch Sinn, damit die Leute, die später einsteigen oder so, sich besser orientieren können oder das immer mit dem Abstand, also das ist eine fragmentierte Lektüre und dann müssen sie sich da immer wieder verorten in dem Personenuniversum. Hatte ich auch schon mal beim Lektorat von einer längeren Kriegsserie. War auch ganz spannend, da die Lektoratsperspektive. Und da musste man dann auch anders dosieren, weil das natürlich jetzt im Sammelband, genau wie du sagst, dann einfach zu viel ist. Das ist dann also ja, die Vorgabe es gibt durch so viele verschiedene Faktoren. Es gibt in der Tat einfach viele, viele Faktoren, die man beachten muss. Wobei der Comic natürlich eben tatsächlich vorgibt, wie es klingen soll. Also es macht ja nicht der Verlag, das entscheidet nicht der Verlag. Da bekommt man als Übersetzer auch keine Vorgaben, sagen wir es mal so. Die Zielgruppe dabei zu berücksichtigen ist allerdings dennoch wichtig. Aber da, wie auch Steffen schon sagte, kommt es sehr darauf an, was für ein Comic es sich handelt. Ich habe zum Beispiel auch die illustrierten Klassiker, wenn ich die übersetze oder übersetzt habe. Das ist einfach eine völlig andere, recht hochgestochene Sprache. Wenn ich auch ein Diabolik übersetzt habe, dann spricht er doch in so einem ganz primitiven, in so einer eigentlich primitiven Sprache. Den kann ich jetzt dann einfach nicht so einen Slang in den Mund legen. Und oder jetzt zum Beispiel momentan mache ich viel Webtoons, die sind jetzt irgendwie groß im Kommen oder auch nicht. Und da ist es halt aber zum Beispiel auch ganz schwierig, weil es aus dem Koreanischen, also die gibt es im Koreanischen, werden die also in Korea ganz arg gelesen und die produzieren die da wirklich wie am Laufband. Und da ist halt das Problem, dass man eben auch nicht zu viel Slang benutzen darf. Nicht, weil es jetzt junge Leser sind, aber das klingt einfach furchtbar, wenn da einfach nur das Slang gibt es für mich halt auch, diese Umgangssprache ist einfach eine gesprochene Sprache. Und klar, der Comic soll lebendig sein und alles, aber trotzdem es ist immer noch eine Schriftsprache. Also man liest das, man hört es nicht. Und deshalb finde ich persönlich allerdings das immer störend, wenn zu viel Umgangssprache gesprochen wird. Und das gleiche Problem zum Beispiel hat man auch mit den, wie sagt man, Schimpfwörtern, also die ja ganz gerne mal im Italienischen oder im Englischen auch benutzt werden. Jetzt im Französischen eigentlich sind die auch eher sachte. Aber wenn die benutzt werden, okay, wie soll ich das jetzt übersetzen? Wer wird das lesen? Soll ich jetzt derb, soll ich mich derb ausdrücken oder soll ich jetzt nur einen kleinen Mistkerl nehmen? Und da hat man irgendwie auch schon, war bei mir auch schon alles dabei. Ich habe einmal, hat man mir gesagt, hey, das geht so nicht, das ist viel zu
sachte, also du musst hier schon härter an die Sache rangehen, ja, und die beschimpfen sich hier. Und andere Male wiederum lesen halt Kinder mit, deshalb darf man da keine zu brutalen Ausrufe verwenden. Es ist einfach immer so ein richtig schönes Zusammenspiel aus Original, aus Verlag, aus Zielsprache, Zielpublikum und so weiter. Das ist eben aber auch das Spannende daran, finde ich. Ja, das ist, da denke ich, man muss auch immer die Zielgruppe im Hinterkopf haben, das stimmt schon. Gerade wie gesagt, wenn ich jetzt Asterix habe, ist es total schwierig, weil das sich an alle richtet. Also Asterix wird von Kindern gelesen, aber gleichzeitig auch von ganz vielen Erwachsenen halt und auch studierten Leuten. Deswegen muss man ganz komplizierte Wortspiele und Anspielungen und Humor drin haben. Aber andererseits muss ich das für ein Kind auch immer flüssig lesen, sodass das Kind nicht irgendwann stecken bleibt und sagt, jetzt verstehe ich nicht mehr, was hier passiert oder so. Ja. Deswegen ist es immer ziemlicher Spagat zwischen dem, bau das so ein, dass man drüber weglesen kann, aber jemand mit einem intellektuellen Hintergrund wird dann irgendwie etwas daraus erkennen. Aber wie gesagt, das darf dann nicht so auffällig sein. Ne? Also auf die Art, weil das Ziel ist eigentlich, dass man Asterix dann als Kind mit 8 Jahren lesen kann als lustigen Comic und dann später mit 25 nochmal zur Hand nimmt und auf einmal dann ganz andere Sachen da drin entdeckt. Aber das ist natürlich dann kompliziert. Man darf keine unflätigen Ausdrücke, also keine harten Schimpfwörter benutzen. Man darf, Sex ist ganz verboten zum Beispiel und so weiter. Das ist ein Comic, der ganz strikte Voraussetzungen hat, also wo ganz strikte Vorgaben gibt. Das ist zum großen Teil auch noch geschuldet der Zeit damals. Also Asterix ist in den 60er Jahren erschienen. Damals gab es in Frankreich eine ganz strenge Zensur, was Jugendliteratur anging. Also dass eben Sex und sowas ganz verboten ist und so. Und man muss also immer gleichzeitig noch in dieser Tradition weiter übersetzen. Ja. Ne? Man steckt immer noch in diesem Duktus dann drin. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, da ist doch bestimmt auch der Ausgangstext eben entsprechend, ja, in Anführungsstrichen brav. Aber also gerade wenn du sagst, Sex und so darf gar nicht, also stelle ich mir natürlich vor, dass es bei dem Asterix auch nicht im Original so vorkommt. Du musst halt ja, das eben, dann auch da bleiben, ne? Genau, das aber das ist im Ausgangstext genauso. Also man darf Asterix da nicht machen, wie gesagt, ich will hier mich selber verwirklichen und mein eigenes Ding drehen, sondern das muss in diesem Rahmen, in dieser Serie bleiben. Ist deswegen aber auch eine große Herausforderung, ne? Wenn man jetzt Wortspiele macht, wenn man Humor reinbringt, Gags sich ausdenkt, dann ist es eben viel spannender, wenn man weiß, Sex geht eigentlich immer, aber darf ich ja nicht benutzen. Ich muss mir was einfallen lassen, dass es lustig ist. Und trotzdem. Aber das ist das, was ich meinte, dass der Comic eigentlich den Ton vorgibt. Also es ist, man beim Übersetzen eines Comics orientiert man sich ja an dem, was man hat und überlegt sich jetzt nicht vorher, den auf eine bestimmte Zielgruppe umzuschreiben. Also das ist ja, es ist ja nicht so, dass wir einen Asterix, wäre vielleicht mal eine interessante Sache, dass man einen Asterix dann praktisch in der X-Rated-Version übersetzt. Eine Erotik-Asterix. Das wäre ja nicht mehr das Übersetzen. Also das Übersetzen ist ja etwas, das praktisch sich an dem Original entlang hangeln soll und das erstmal so gut wiedergeben soll wie möglich. Und es gibt natürlich zwei Übersetzerschulen. Die einen, die übersetzen im Prinzip wortwörtlich, die anderen, die übersetzen sinngemäß eher, aber nichtsdestotrotz soll das an dem Original sich ja orientieren. Das heißt, es ist schon so, dass eigentlich der Comic vorgibt, wie der Ton ist und nicht im Wesentlichen man es auf eine Zielgruppe ausrichtet. Ja, es ist auch die Schwierigkeit eben,
wenn man zu sehr jetzt Slang benutzt, man will, wenn man zu sehr auf eine Zielgruppe schreibt, dann wird das auch sehr schnell unmodern. Das ist eben, genau, finde ich, das Geniale an den Übersetzungen. Meine großen Vorbilder sind ja Gudrun Pentorf und Frau Dr. Erika Fuchs. Deren Übersetzungen kann man sich auch nach 40 Jahren noch immer vornehmen und lesen. Und sie lesen sich einfach flüssig und locker und immer noch zeitgemäß. Ja. Definitiv. Damit haben wir übrigens auch mal wieder, das haben wir im Laufe des Gesprächs häufiger getan, eine der vielen, das waren bestimmt ein Dutzend, nee, mehr sogar, Fragen aus dem Publikum bereits beantwortet. Ich möchte gerne aber auch, weil sich unser Gespräch hier langsam aber sicher einem Ende neigt, habe ich hier noch zwei Fragen, die ich gerne mit einstreuen möchte. Zum einen die Frage konkret, kennt man sich als Übersetzer gegenseitig, hilft man sich gegenseitig? Und da möchte ich dann auch vielleicht noch mit einbringen, dass ich bei der Recherche drei Verbände gefunden habe, scheinbar Übersetzerverbände, ein BDÜ, ein DVÜ, UD und ein VDÜ. Ich habe keinen blassen Schimmer. Gibt's die? Ist da jemand von euch drin? Wie sieht's aus? Gibt es so eine Art übersetzenden Netzwerk oder Gewerkschaft oder so? Lea, kennst du da was? Ja, ich bin im BDÜ und im VDÜ. Mhm. Ganz kurz zu den Abkürzungen. Also BDÜ heißt Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer. Und das ist der Verband, in den kam ich dann rein. Es hieß, jetzt darf ich mich da bewerben und anmelden, nachdem ich die staatliche Prüfung für Spanisch gemacht habe. Das ist ein Verband, der ist vor allem für Fachübersetzer und Übersetzerinnen spannend. Das heißt also Technik, IT, verschiedenste medizinisch, rechtliches, alles mögliche Dokumente. Und der VDÜ ist stärker, der ist für Literaturübersetzer. Es gibt ein paar Überschneidungen, aber im Prinzip, sagen wir mal so, es gibt eigentlich keine Fachübersetzer im VDÜ. Das ist der Verband der Übersetzer, aber literarischer Werke. Also das ist nicht auch noch als Buchstabe mit hinten angefügt. Und der VDÜ ist auch wesentlich kleiner. Und das sind eben aus allen möglichen Sprachen ins Deutsche Literaturübertragende. Und mit denen interagierst du dann auf fachlicher Ebene? Und hast du da auch inhaltlichen Austausch oder helfen die einfach? Also beim BDÜ, der BDÜ ist sehr groß. Da war halt für mich spannend, zum Beispiel auch in der Übersetzerdatenbank auffindbar zu sein. Und der Berliner Landesverband, also die haben dann auch noch unterschiedliche Unterverbände sozusagen. Es ist halt insgesamt doch eine relativ große Struktur und ich fand es dann auch eigentlich eher immer zu unpersönlich. Ich meine, wir aus der Comic-Nische hier kennen ja gerade in Berlin den tollen Übersetzer-Stammtisch und so, das ist sofort wie eine Family, ne? Aber der BDÜ, das war dann einfach eine große Sache, haben sich inzwischen auch verschiedenste Fach-Stammtische gebildet, zum Beispiel für Literaturübersetzer auch oder für Spanischübersetzer. Aber ich habe es dann da irgendwie immer nicht hingeschafft, weil ich schon zu sehr meine Richtung geändert hatte. Trotzdem bleibe ich dem Verband auch treu. Und es gab ein Mentoring-Programm, was auch sehr spannend war. Da war ich Mentorin. Und beim VDÜ ist es eben so, das ist dann wiederum beeindruckend, dann da auch mit den richtigen Koryphäen des Literaturübersetzens irgendwie im Verband mit zu sein. Und da gibt es aber auch zum Beispiel eine Untergruppe, also da kann ich richtig Werbung machen. Wir versuchen uns da zusammenzutun und was für gerade für Honorar auch zu tun für die Manga- und Comic-Übersetzer. Es nennt sich dann Manga und Comic, das ist eine Mailinglist und uns da auszutauschen, weil wir noch mal mehr mit der Normseite im Prinzip oft Schwierigkeiten haben beim Comic. Insgesamt ist es bei Literatur sowieso, Literaturübersetzen ist das schlechtest bezahlteste Übersetzen überhaupt, da sind die Fachübersetzer immer anders dran und dafür sind die Verbände natürlich gut und ja, soweit dazu. Okay. DVÜD kenne ich jetzt gar nicht. DVÜD, ja, Google hat mir das ausgespuckt. Vielleicht sind die noch klein, keine Ahnung. Okay, also schön zu hören, dass ihr im Austausch steht. Ihr hattet ja vereinzelt jetzt auch schon erwähnt, dass da Interaktionen auch mit anderen Leuten gibt oder eben auch mit Muttersprachlern zum Teil, die natürlich meinetwegen das spanische Kinderlied auch kennen. Und ja, oder auch untereinander unbedingt. Also ich hatte ja begeistert mal gesehen, dass es eben ein Comic-Gate-Magazin gab, mal zum Thema Comic und Sprache. Und da war ich dann begeistert, eben ein Interview mit Monja zu lesen oder also so dieses oder Klaus Jürgen halt im Alfons. Also ich finde sowas, man nimmt sich dann auch wahr und wenn es Begegnungen gibt, ist das prima und oft ist man, ne, man kann sich da so, am Horizont hat man öfters mehrere, auch von verschiedenen Sprachen, ich kenne welche, die kann ich dann auch empfehlen, dann
Für wenn ein Verlag mich um eine andere Sprache anfragt und so. Also das ist sowieso, finde ich, dass wir uns gegenseitig so viel zu selten auch, allerdings. Ja. Leider, leider viel zu selten. Oder vielleicht ist es nur bei den Selbstständigen so. Ich meine, wenn man im Verlag arbeitet, ist eh was anderes. Aber ich bin ja jetzt eben auch seit 22 Jahren selbstständig. Und wenn ich da mal einen Austausch haben wollte, also ich musste dann halt, was heißt musste? Ich bin dann immer früher auf die Comicmessen gefahren und also nach Deutschland. Und dann, um überhaupt auch mal meine Auftraggeber kennenzulernen, man kennt sich ja eigentlich nur per E-Mail. Und dann aber so mit den Jahren habe ich gemerkt, hat sich so der Kontakt zu den anderen Übersetzern oder auch zu den Autoren dann ein bisschen gefestigt, sagen wir es mal so. Das hat allerdings ein paar Jahre gedauert, also wie gesagt, ich bin da vielleicht auch ein bisschen ein Eigenbrötler oder vielleicht auch, weil ich in Italien bin oder weil ich einfach ja hinter meinem Bildschirm arbeite und aus. Aber dann so mit den Messen und jetzt, also habe ich schon auch, wenn man dann immer mit den, durch das Proofreading habe ich die ganzen Übersetzer kennengelernt, jetzt zum Beispiel bei Panini oder auch bei dem anderen Verlag, bei Magma. Das ist allerdings ein französischer Verlag. Und da ist es aber total schön, sich eben mit den Übersetzern auszutauschen, inzwischen über Skype halt dann auch oder einfach diese Erfahrungen auszutauschen und darüber zu sprechen und das Schöne eben auch, sich also den anderen empfehlen zu können. Das ist auch immer sehr schön, wenn man diese Übersetzer dann kennt und vor allem auch ihre Art zu übersetzen kennt. Da hatte ich dann eben das Glück, zum Beispiel diesen kleinen Übersetzerstamm für den anderen Verlag zusammenzustellen. Und das sind alles Übersetzer, die ich dann eben von Panini oder von anderen Verlagen kannte. Und da sind wir jetzt zusammen in einer Gruppe im anderen Verlag und arbeiten einfach zusammen. Das ist schon schön. Also es macht schon viel aus. Es ist zwar ein Job, den man alleine machen muss, oder zum Beispiel, oder will, ich kann eigentlich nur alleine arbeiten, aber dann eben umso lieber habe ich es dann, mich dann auch austauschen zu können mit anderen Kollegen oder Erfahrungen oder gerade eben was die Sprache angeht, mal zu sehen, wie die so arbeiten eben. Das finde ich total, total spannend und erst recht, wenn es dann um andere Sprachen geht. Das ist auch nicht nur dann die europäischen, sondern eben auch darüber hinaus. Das ist ja Wahnsinn, was da dann nochmal für ganz andere Sachen dazukommen, Problematiken und. Also das ist schon wirklich alles ein ganz, ganz spannendes Argument, ja, in vielerlei Hinsicht. Aber es gibt tatsächlich auch nicht viele wirkliche Veranstaltungen, wo man sich treffen könnte. Das ist wirklich, das sind immer echt so, wie du sagst, also da muss man den Aufwand dann machen, zu den Festivals hinzukommen. Und das ist natürlich dann offen, da trifft man dann nicht nur Übersetzer, aber man kann auch sich finden. Es gab mal in Hildesheim an der Universität eine große Konferenz zum Thema Comic übersetzen und das war eben so ein bisschen das erste und einzige. Das war dann auch ganz toll. Und da habe ich auch diesen Augusto Paim aus Brasilien kennengelernt und da war auch zum Beispiel dann als Gastrednerin die Gudrun Pendorf. Das war auch sehr spannend zu hören, was sie so erzählte von ihrer Anfangszeit da mit der als Asterix-Übersetzerin, Pionierin. Das war schon ganz schön toll, da voneinander zu lernen und eben auch sich mal zu sehen. Und ansonsten ist das nicht so viel. Also da gibt es auch die Jahrestagung vom VDÜ. Da sind aber die Plätze immer sofort irgendwie weg, sobald es freigeschaltet wird. Also das ist dann so begehrt, dass man mal weg vom eigenen Schreibtisch kommt. Da muss man dann schon ganz schön schauen. Und das ist wirklich, das sind so ein bisschen Juwelen. Da muss man gucken, dass man das dann auch dahin schafft. In Leipzig gibt es allerdings immer eine Party, wenn die Messe stattfindet, gibt es richtig in dem Moritz-Bastein unten immer am Mittwoch eine Übersetzerparty. Ja, die Verlags- und die Übersetzerparty, die sind parallel dort, aber es ist richtig für die Übersetzer, merkt's euch. Ich merke schon, hier kommt schon die Polizei oder die Feuerwehr oder wer auch immer da gerade kommt. Leider Notarzt. Und ich merke auch, dass wir diese Runde hier sicherlich locker noch ein oder zwei Stunden hätten länger führen können. Ich würde mich freuen, wenn das vielleicht sogar mal klappt in beispielsweise Erlangen oder München auf der Bühne, da auch da muss Showprogramm gefüllt werden. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön auch nochmal hier lassen. An dich, Monja, an dich, Klaus, an dich, Lea und auch an dich,
dich, Steffen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, ja, mit uns, miteinander und vor allem auch fürs Publikum über das Übersetzen von Comics zu sprechen. Wir haben heute wirklich nur an der Oberfläche kratzen können, schätze ich. Wir haben noch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten und ich bin mir sicher, dass wir da auch hier und da nochmal auf jeden Fall was in der Richtung machen können. Kann an der Stelle auch die letzte Empfehlung nochmal abgeben. Es gibt noch einen Podcast, die Franjo-Show, unter anderem von Janu Rohleder und seinem Kompagnon Franz. Auch die übersetzen ganz viele tolle Dinge, unter anderem auch die Turtles zum Beispiel und was nicht alles bei Danny Books erscheint. Und auch da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Vielen Dank, lieben Gruß an überall hin, wo ihr jetzt alle halt so herkommt. Und bis bald. Ciao. Ja, danke schön. Ja, war wirklich spannend. Ja, danke. Ciao. Toll, ja, danke. Es war wirklich spannend. Fand ich auch. Tschüss an alle. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.